Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Der Tele-Stammtisch, das Magazin. Das ist so ein lustiges Videoformat in beschissener Qualität, in der ganz viele Menschen über Themen reden, von denen sie vielleicht so ein bisschen Ahnung haben oder zumindest glauben, dass sie es hätten. Und heute geht es um Filmkritiken und nicht um irgendwelche Filmkritiken. Nein, es geht um die Filmkritiken, die ihr hier seit ungefähr 2 Jahren beim Tele-Stammtisch hört. Wir haben da schon echt eine Menge Dinge ausprobiert, wir haben eine ganze Menge Ideen und vor allem aber haben wir richtig Bock, über Filme zu reden und das Ganze am besten mit einem gewissen System, das euch nicht langweilt und trotzdem irgendwie unterhaltsam ist, obwohl es vielleicht in einem gewissen Rahmen gepackt worden ist. Und dann haben wir ja auch beim Tele-Stammtisch ein bisschen Fluktuation. Das heißt, es kommen regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen zu uns mit an Bord und auch die wollen ja irgendwann mal von sich aus ihren Lieblingsfilm zum Beispiel besprechen. Und das Ganze muss Struktur haben und so weiter. Und diese Struktur und diesen quasi Plan, den wir dafür brauchen, den wollen wir heute erstellen. Und deswegen herzlich willkommen zu einer großen Redaktionssitzung, die wir für euch aufzeichnen. Und eigentlich auch ein bisschen eher so für uns, aber ihr könnt es gerne auch hören. Und blöderweise geht immer mein Bildschirmschoner an bei Jitsi, das ist schon mal gar nicht geil. Super Intro. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzeln vorstellen, ich werde aber mal ganz drumherum diese quasi Namen der teilnehmenden Personen kurz vorlesen. Ich begrüße den Dom, ich begrüße die Nina, ich begrüße den Werner, ich begrüße Paul, ich begrüße Christopher und ich begrüße Fellow Jitzer, der es nicht geschafft hat, Schnufferella. Hallo Sven. Hallo. Ach nee, Schnufferella ist die Eva, die jetzt noch dazugestoßen ist, viel zu spät und deswegen ihre Aufnahme nicht gestartet hat. Gelle? Hallo. Ja, alles klar. Sehr gut, Eva. Wunderbar. Leute, Filmkritiken. Geiler Scheiß und eine Menge Leute machen Filmkritiken. Und Paul, du bist gerade so groß bei mir im Bild. Wenn du eine Filmkritik hören möchtest, was erwartest du denn von einer Filmkritik? Von einer akustischen Audiofilmkritik in einem Podcast? Gute Frage. ich erwarte Fakten und eine Meinung. Also erstmal, worum geht's in dem Film? Was macht diesen Film? Warum soll ich mir den angucken? Warum sollte ich mir den vielleicht auch nicht angucken? Oder was macht den besonders? Was macht ihn vielleicht vergessenswert? Sowas in die Richtung. Wie sieht's aus, Sven? Würdest du ihm dazu stimmen? Oder hast du vielleicht andere Ideen dazu? Nö, soweit ist eigentlich alles drin. Es soll halt Spaß machen. Es soll Spaß machen. Es soll mir Appetit drauf machen oder auch den Appetit vermiesen. Also habe ich den Eindruck, du hättest auf jeden Fall ebenfalls gern eine persönliche Note in der Filmkritik und es geht ja gar nicht so sehr ums Abklappern objektiver Punkte, sowas wie schauspielerische Leistung, Soundtrack, Schnitt und hast du nicht gesehen. Doch, ja, gehört auch dazu, aber ich finde, bei den Kritiken sollte man schon rausspüren, ja, guck denn an oder guck denn nett an. Ja, die persönliche Note verleiht das gewisse Etwas. Mhm. Werner, wie siehst du das? Ja, also gerade die Sache mit der persönlichen Note wollte ich ansprechen, denn was halt eben auch ganz wichtig ist, ist der Ton. Wird monoton und gelangweilt gesprochen oder steckt da ein bisschen was dahinter? Hat die Person Lust daran, drüber zu sprechen oder wird es einfach nur da runtergelesen, runtergerasselt und fertig? Also das hört man ja oft in so einem monotonen Ton, so sowas darf nicht sein. So ein bisschen ist das bei uns mit diesen Filmkritiken ja auch immer nur so, also ich will jetzt nicht sagen halb freiwillig, weil letztlich ist alles, was wir tun, freiwillig. Es ist ja letztlich auch ein komplettes Hobby und sowas, ne? Aber es ist schon relativ oft so, dass man natürlich Filme bespricht, auf die man halt auch einfach nicht so Bock hatte. Und wir haben so einen Lieblings, sag ich mal, Filmverleih, der, sag ich mal, ohne ihn jetzt zu nennen, fürs Heimkino Dinge veröffentlicht, die einfach im Regelfall ziemlich kacke sind. Und da sind wir alle mega ernüchtert nach der Besprechung, die wir trotzdem gemacht haben, so One for the Team und so. Und dann sind wir natürlich relativ demotiviert bei der Besprechung. Oder wir haben halt irgendwie, sage ich mal, einen, ohne das in eine Schublade packen zu wollen, einen Film mit sehr hohem künstlerischen Anspruch oder zumindest Indie-Anspruch gesehen. Und auch das ist vielleicht nicht unbedingt das, wo du jetzt so den mega Bock in der Motivation, also bei der Besprechung hast und so. Hast du vielleicht einen Tipp? Du kannst ja jetzt nicht von jedem Filmkritiker erwarten, dass er da so volles Rohr so über, keine Ahnung, Batman wie Superman spricht, wie du zum Beispiel. Nee, aber du weißt, was ich meine, dieses monotone Ablesen, das langweilt nicht nur einen selber, sondern halt eben auch einen Zuhörer. Also insbesondere ablesen, darum geht's dir. Allgemein diese... Ja. Okay, Dom. Jetzt weiß ich zum Beispiel auch bei dir, die nochmal alle an diese Handhebefunktion erinnern, die der Werner gerade sehr gut genutzt hat. Wer was sagen will, soll einfach auf die Handhebefunktion klicken.
dass du ja auch eine Menge Filmkritiken anderer Leute hörst, du bist ja auch in anderen Projekten involviert, schreibst ja auch das ein oder andere und so. Und bei so Filmkritiken, auch um jetzt mal das nächste noch mit so reinzumischen, das ist erstmal eine Vorabrunde. Wir gehen doch gar nicht so in die Details, wie wir es im Allgemeinen machen wollen. Ich will einfach nur so ein paar Gedankengänge bei euch erstmal hervorrufen. Mhm. Bei Filmkritiken kann man sich viele Sachen fragen. Und ich hatte diese Runde tatsächlich vor anderthalb Jahren auch schon mal als großer Podcast mit professionellen Filmkritikern geplant. Und da haben wir auch Gedanken gemacht. Unter anderem ist so eine Filmkritik in einem gewissen Rahmen vielleicht ja selbst auch ein eigenes Kunstwerk. Weil sie natürlich journalistischen Ansprüchen genügen sollte oder könnte. Und das macht sie ja dann letztlich zu einer professionellen Filmkritik. Mhm. Aber du hast immer auch eine ganz gesunde, eine ordentliche eigene Portion an ja eben einfach subjektivem Inhalt in so einer Filmkritik drin. Man kann die gar nicht so objektiv abhandeln. Siehst du das, findest du das gut, wenn so Filmkritiken so besonders subjektiv sind und damit auch persönlich? Ich finde, da muss ein gewisses Gleichgewicht sein. Also es muss auch eine gewisse Distanz tatsächlich vorhanden sein, seine journalistische Distanz zu dem, was man rezensiert. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt nicht irgendwie was wirklich mal abfeiern darf, wenn man es wirklich großartig findet, aber man sollte eben auch immer eben eine gewisse Distanz wahren. Und bei der persönlichen Note kann ich mich soweit eigentlich auch anschließen. Oder ich möchte eigentlich nur noch mal das aufgreifen, was Paul meinte. Also Fakten sind mir auch wichtig, aber für mich muss die Mischung stimmen. Also Fakten irgendwie durchexerzieren, das kann jeder. Man muss, finde ich, ein Gleichgewicht finden zwischen Fakten, einer eigenen Note und einfach einer gewissen Kompetenz. Also am Ende muss einfach ein bisschen was rauskommen, was sich halt nicht so anfühlt, dass das jemand anders auch so hätte sagen können. Und diese persönliche Note, die kann ja alles sein. Die kann sein, dass man vielleicht einen besonderen Blick auf gewisse Sachen hat, den vielleicht andere nicht haben, dass man sich vielleicht anders ausdrückt als viele andere oder dass man eben vielleicht auch Gedanken aufwirft, die eher nur wirklich von einem selber kommen können. Na, also persönliche Note ist für mich schon sehr wichtig tatsächlich. Eine Handschrift, könnte man sagen. Paul, wie siehst du das? Sollte da immer auch ein gewisser Unterhaltungswert mit dabei sein? Grundsätzlich denke ich das schon. Und was Dom jetzt auch gesagt hat mit der persönlichen Note, ich finde die auch wichtig in solchen Kritiken. Aber ich finde auch, dass man eben, wie er es gesagt hat, diese Distanz wahren sollte, dass es eben nicht nur diese eine Zielgruppe gibt, die man eben selbst ist. Weil manchmal kommt es eben auch dazu, dass man jetzt meinetwegen einen Dokumentarfilm guckt und man ist jetzt nicht der größte Freund von Dokumentarfilmen. Deswegen da jetzt eine negative persönliche Note reinzubringen, finde ich zum Beispiel fragwürdig. Man sollte eben auch mit so einem gewissen Abstand darauf blicken und eben sagen, für mich ist es nichts, aber für die Zielgruppe, da könnte das, für die könnte das richtig was sein. Nina, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja nun auch schon für viele Plattformen auch schriftliche Sachen gemacht. Du bist ja, wenn ich so ein bisschen hier anschauen würde, glaube ich, diejenige, die mit Abstand auch für andere Medien quasi am breitesten aufgestellt ist, was Reviews angeht. Vielleicht am ehesten noch das, was man hier als Profi beschreiben könnte. Wie siehst du das? Oh Gott. Ich finde auch, dass man halt immer diese Zielgruppen im Blick behalten sollte, aber man sollte nicht irgendwie sagen, das ist halt für die Zielgruppe gemacht, deswegen ist meine Meinung vielleicht nicht wichtig, sondern halt es gibt halt Filme, die sind halt wahrscheinlich für eine Zielgruppe gemacht, die ich trotzdem scheiße finde, so, ne? Also, das ist halt, klar sollte man halt abwägen, für wen das gemacht ist, aber wenn ein Film, keine Ahnung, mir fehlt jetzt gerade ein Beispiel, aber wenn halt ein Film gemacht ist und ich denke mir so, ja, okay, ich kann mir ganz genau vorstellen, für wen das gemacht ist, aber für mich ist es halt nicht gemacht, dann ist es halt auch doof. So, ne? Klar, so ein Indie-Film würde sich ein Fan von Fast and Furious vielleicht nicht angucken wollen, aber dann sollte man trotzdem irgendwie. Das ist nämlich genau dieses Ding mit dieser Objektivität bei Kritiken, wo du immer auch die Zielgruppe berücksichtigst. Und das ist in der, wenn man so will, aktuellen Version der Empfehlung für unsere Filmkritiken ja tatsächlich Teil des Fazits, dass wir nicht nur Punkte vergeben, sondern auch potenzielle Zielgruppen in Aussicht stellen, denen man diesen Film quasi empfehlen könnte. Das fällt uns manchmal schwerer und manchmal einfacher. Andererseits gibt es ja auch eine Menge Filmkritiker da draußen, insbesondere in jetzt meinetwegen der YouTuber-Szene oder meinetwegen auch bei den Podcastern, Leute, die dann auch einen gewissen Promi-Status haben, wo man sagen kann, okay, deren Zuschauer oder Zuhörende, dass die
diese Kritiken ja vor allem der Person wegen gucken und die generell diesen Geschmack vielleicht auch von dieser Person mögen oder nachvollziehen können und vielleicht sogar teilen und das deshalb Filme gucken. Und wenn diese Person halt nichts mit Indie-Filmen, um es mal plakativ zu formulieren, anfangen kann, dann wissen die, okay, dann brauche ich mir den jetzt nicht auch geben. Was meinst du? Also ich habe jetzt wieder mein Beispiel wieder im Kopf, nämlich Das perfekte Geheimnis. So also ein deutscher Film, der letztes Jahr rauskommt, den habe ich nicht geguckt, aber den habe ich auch nicht geguckt, weil so meine Freunde, wir sind halt vom Campusradio hier in Bielefeld, sind alle so ein bisschen, achten alle auf Political Correctness und so weiter und gendern auch sehr gerne. Und ein Freund von mir, der dann geguckt hat und dann auch für das Magazin, für das Filmmagazin vom Campusradio geguckt hat, hat dann keine Rezension gemacht, sondern halt ein Rant. Weil er gesagt hat, das ist einfach sexistische, homophobe Kackscheiße, so. Und ich mir dachte, ja, und was er halt auch in seinem Kommentar dann auch gesagt hat, war, dass halt die Leute um ihn herum alle gelacht haben. Und er sich einfach nicht vorstellen kann, wie man so über sowas lachen kann. Und da denke ich mir auch so, ja, das ist halt, ne, es ist halt für eine Zielgruppe gemacht, aber es ist halt trotzdem vielleicht scheiße. So. Also ich habe den Film selber noch nicht geguckt und ich habe den nicht geguckt, eben auch, weil die Kritik halt dann kam von einem Freund, von dem ich halt das schätze, was er sagt. So, ne? Das ist der einzige Film in meinem Autokino, den ich noch nicht gesehen habe, weshalb ich echt gerne dieses Autokino mal gehen würde, aber auch nicht für das perfekte Geheimnis. Paul? Ja, ich wollte nur sagen, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Mir ging es auch jetzt bei der persönlichen Note jetzt, wenn man zum Beispiel was Negatives reinbringt, man sollte eben seine persönliche Note nicht negativ reinbringen, wenn man jetzt nur des Genres wegen diesem Film negativ gegenübersteht. Also, dass wenn man keine romantischen Komödien mag und dann... Genau, aber dass man die Komödie jetzt wegen ihres Inhalts oder wegen ihr, ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen, aber ich habe auch dieselben Dinge gehört, wie du jetzt sie jetzt aufgezählt hast, dass man ihn dafür zu Recht kritisieren kann, das muss natürlich auch sein. Werner, du hattest dich gemeldet? Ja, ich wollte bloß zu sagen, dass diese ganzen deutschen Komödien sind ja eine einzige Zielgruppe, muss man sagen. Also wenn du weißt, wer im Film drin ist, weißt du, ob du dir den Film anschauen kannst oder nicht in dem Sinne. Außer es ist jetzt mal ein anderes Genre, weil Elias Mbarek, der kann zum Beispiel auch, wer Who Am I gesehen hat, auch anders. Aber wenn du weißt, Til Schweiger ist drin, dann weißt du gleich, wo du dran bist. Sven? Mit der persönlichen Note habe ich es eigentlich eher am Schluss gemeint. Also so die Berichterstattung objektiv und am Ende halt beim Fazit dann, wie schon gesagt worden ist, für mich ist es nichts. Die Zielgruppe, die sich, was weiß ich, irgendwelche Dokus oder so gerne anguckt, für die wird es dann schon informativ sein. Aber ich finde, ohne eine persönliche Note oder ohne kleine Späßchen zwischendrin wird es dann auch zu langweilig, weil, also ich würd mir es da nett anhören. Wenn das so locker, auf jeden Fall noch zu sprechen, ja. Wenn es eine lockere, angenehme Runde ist, gespickt mit Fakten und allem drum und dran, ist das was Feines. Das kann man sich schön anhören und ja, ansonsten wird es einfach, finde ich, zu trocken. Und dann macht es keinen Spaß mehr, weil es soll ja Spaß machen. Informativ sein, aber auch Spaß machen. Nina? Bei der Objektivität, ich weiß halt nicht, wie objektiv eine Rezension sein kann. Also klar, man kann sagen, hier Schnitt, Kamera, kann man sagen, wie es aussieht, aber wie es halt für einen selber wirkt. Weil wenn ich jetzt, um beim Beispiel Fast and Furious versus Indie-Film, wenn ich ein Fan von Fast and Furious bin, dann bin ich halt kein Fan von der Kameraführung in einem Indie-Film. Und deswegen kann man es halt, finde ich, objektiv ist da das falsche Wort, weil ich glaube, nichts, was man schreibt, ist objektiv wirklich. Nichts, was man von sich gibt, ist objektiv. Das hat immer deine Sichtweise auf das, was vor dir ist. So, ne? Wenn wir uns einen Film angucken, achten wir wahrscheinlich alle sieben von uns achten auf andere Sachen. So, ne? Auch wenn wir durch die Straße irgendwie gehen und dann gucken wir immer was anderes. So, ne? Auch, also deswegen finde ich, Objektivität ist da vielleicht das falsche Wort, aber ich verstehe, was du meinst, also dass man halt zuerst halt sagt, so war der Film und am Ende vom Fazit sagt man dann halt, fand ich nicht so gut, aber könnte sein, dass wenn man das gefällt. Also aber Objektivität, da würde ich halt von fernbleiben, vor allem wenn es halt um Rezensionen geht. Ja.
Da möchte ich gerne noch zwei Punkte ansetzen. Zum einen hast du damit ja quasi schon mal das Konzept des Telestammtisches ein bisschen auch angesprochen, nämlich, dass wir letztlich ja um die 30 bis 50, je nachdem, wie man mitzählt, Kolleginnen und Kollegen sind und die haben alle unterschiedliche Ansätze, wie sie Besprechungen machen wollen. Die einen eher so kurz und bündig, die anderen eher länger. Ganz viele haben auch mega den Plan und können tatsächlich, gefühlt sind die eine halbe IMDb und können ganz viele Dinge erzählen, haben ganz andere und eigenständige Perspektiven, die sie mitbringen, wenn sie Filme besprechen. Und es gibt eben Leute und Kollegen, die das eher gerne kurz und gebündelt und gerafft sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Sam, der bei uns seit neuestem auch ein bisschen uns beim Schnitt unterstützt, dass der es gern, genau wie ich zum Beispiel, auch gern kurz hat, eher bündig, eher informativ und dann halt irgendwann auch einfach zu einem Ende bringt und eben gar nicht so auf diese, sage ich mal, der braucht nicht noch mehr Informationen, die er sich vielleicht beim Gucken erstmal erarbeiten möchte. Und da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir allesamt ja auch mitbringen. Das finde ich ja auch super und deswegen sind wir auf den Punkt gemischt. Deswegen wollen wir ja heute auch so ein bisschen sowas wie eine Struktur reinbringen und nochmal auch an euch da draußen und vor allem potenzielle neue Kollegen und so. Das sind alles nur Ideen, die wir haben. Das ist keine Pflicht. Bei uns kann jeder ungefähr tun und lassen, was er möchte. Aber wir wollen halt eben grobe Vorgaben dazu machen. Und das andere ist natürlich diese Frage, ja eben, was ich kurz jetzt schon mal angeschnitten hatte, nicht nur, dass wir so unterschiedlich aufgestellt sind, sondern eben auch die Frage der Länge. Jetzt kann man für so eine Besprechung von nahezu jedem Film 3 Stunden machen. Ich kenne einen ganz guten Serien-Recap, der sich mit einer fantastischen Serie auseinandergesetzt hat, ganz aktuell bei uns läuft und die schon ganz schön lange, sagen wir, über so eine Stunde oder anderthalb reden können. Und das höre ich mir gern an, weil ich die Leute toll finde und mega unterhaltsam finde, ohne die Serie zu kennen. Aber es ist eigentlich auch effektiv einfach viel zu lang. Aber es hat eine Zielgruppe, so viel kann man sagen. Und es gibt so Filme, da quälen wir uns echt ein ab, um auf 5 Minuten zu kommen. Diese werden immer weniger. Das haben wir eher nicht mehr so oft das Problem. Aber es ist manchmal schon echt schwierig, irgendwas halbwegs Vernünftiges zu einem Film zu sagen, was nicht so klingt, als würden wir uns jetzt hier gerade irgendwie, keine Ahnung, was irgendwo rausleiern. Und was wollen wir eher? Wollen wir kurze, prägnante Informationen, die quasi vergleichbar wäre mit einem Einspieler beim Radio. Wer zum Beispiel diesen Pöni, glaube ich, heißt er, kennt, der, glaube ich, auf Sat 1 oder so, keine Ahnung, ich gucke nicht so viel fern, relativ war der mal. Kurze, klare Ansagen macht, Film gut, Film nicht gut und guckt ihn euch einen Weg nicht. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil er damit auch nicht so viel vorwegnimmt. Er hat damit aber auch nur begrenzte Möglichkeiten, überhaupt auf Inhalte einzugehen und eine begrenzte Möglichkeit, auf Bewertungen einzugehen. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, wirklich einen Film ausgiebig zu besprechen. Eine der längsten Besprechungen, die wir für den Film je gemacht haben, war zum Joker zum Beispiel, der sich ja wirklich super anbietet, da ganz ins Detail zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und da war so ein bisschen auch die Frage, okay, das ist natürlich dann ein Cast, den hören sich erstmal schon mal nur Leute an, die den Film auch gesehen haben, sonst werden sie gespoilert. Dann ist das ein Film, wo du auch, also eine Besprechung, da besteht auch die Gefahr, dass man sich wiederholt. Aber man kann auch mega ins Detail gehen und mega abnerden. Und da finde ich es ganz schwierig, eine Grenze zu setzen. Wenn ich jetzt einfach mal nochmal so in die Runde fragen dürfte, wie lang sollte eine Besprechung denn sein? Ich kann mal, bevor die Frage beantwortet für euch, und ich würde gerne das mal an den Werner auch zuerst weiterreichen. Bei uns haben wir die Vorgabe pro Film mindestens 5 Minuten. Und nach oben hin offiziell kein richtiges Ende. Ich persönlich versuche nicht über eine Viertelstunde pro Film zu kommen, wenn wir zu zweit sind. Wir haben im Regelfall ungefähr so 20, 25 Minuten gerade pro Film. Und wir haben auch mal Filme, über die werden 40, 45 Minuten gesprochen. Das so ungefähr. Es gibt auch mal so Specials, da werden wir nochmal deutlich länger. Werner, was hältst du denn für eine vernünftige Länge? In welcher Situation? Das ist meiner Meinung nach zum einen abhängig natürlich vom Film. Ist es jetzt, wie du gesagt hast, ein Home-Release, der kaum jemand interessiert? Oder ist es der Blockbuster des Jahres, den jeder sehen will? Und da muss man dann halt meiner Meinung nach abwägen, inwiefern müssen wir auf den Film eingehen? Das ist das eine. Dann muss man halt eben auch gucken, wie viel bietet der Film überhaupt inhaltlich? Wie viel kann man da überhaupt zu sprechen? Es gibt natürlich Filme, die, wie du gesagt hast, die kannst du im Detail auseinandernehmen und Bücher von schreiben. Dann gibt's andere Filme, bei denen kriegst du nicht mal einen ganzen Satz raus, so leer sind die. Und dann kommt's halt eben auch drauf an, sprichst du zu zweit über den Film, sind es 4 Leute, weil das ist halt auch etwas, was ein Zeitfaktor ist. Spricht eine Person über den Film und sagt seine Meinung? Sind es 2, die ihre Meinung sagen? Und das ist halt eben der entscheidende Faktor, wenn es um Zeit geht, meiner Meinung nach. Wie viele Leute sollten deiner Meinung nach maximal an einer Filmbesprechung von einem Film teilnehmen?
3 wäre meiner Meinung nach das Maximum. Das absolute Maximum. Ja, wenn es jetzt nicht gerade, wie gesagt, der Blockbuster des Jahres ist. Im Nachhinein kann man dann so einen Spoilercast machen. Daran gerne mal mit 4, wenn man ins Detail gehen will. Aber wenn es jetzt wirklich nur um die Kritik an sich geht, dann ist 3 das Maximum. Weil wenn ich wirklich so viele Meinungen haben möchte, dass ich mehr brauche als 3, dann gucke ich mir da keinen Cast zu an. Okay, natürlich könnten diese Menschen ja einfach eine gewisse Chemie entwickeln, aber da ist 3 hoffentlich noch eine gute Gesprächsrunde. Ein bisschen soll sowas ja auch knackig sein, es soll auch irgendwie unterhaltsam sein, das sind alles so Punkte. Bei mehr als 4 Leuten, wir hatten auch schon Casts mit 4 oder 5 Teilnehmenden, die hat der Dom zum Beispiel geschnitten. Du musst jetzt ja keinen Namen nennen, ich glaube, du hast ihn geschnitten, weiß ich aber nicht 100%ig genau. Wie waren da so deine Erfahrungen, wenn da so mehrere Leute zusammentreffen? Dass 4 das absolute Maximum ist. Also wir hatten diesen 5er-Cast, aber ich glaube, den habe ich nicht geschnitten, das war zu Dumbo. Und da hast du wirklich gemerkt, dass manche Gesprächsteilnehmer eine Zeit lang gar nichts mehr gesagt haben, weil sie entweder irgendwie wirklich untergingen oder weil eben andere schon Ähnliches gesagt haben, was sie auch sich gedacht haben und da einfach nur sagen konnten, ja, sehe ich auch so oder ne, mehr war dann da halt nicht. Und auch jetzt so halt eben von einer, ja, jetzt von einer Postproduktionswarte her kann man einfach sagen, dass 4 das Maximum ist, sonst wird es einfach wirklich zu chaotisch. Und 4 ist auch schon manchmal schwierig, wenn man jetzt Leute hat, die beispielsweise noch nicht so eingespielt miteinander sind, weil man dann noch nicht so auf das Sprachtempo der jeweils anderen so geeicht ist, sage ich mal. Und ja, dann natürlich auch schwierig ist. Also was mir halt immer ganz wichtig ist, dass ein Flow entsteht, dass man keine tote Luft irgendwie hat, dass man nicht diesen Moment hat so, ja, sehe ich auch so, ja, okay, ja, gut, ja, wollen wir dann zum Ende kommen? Ja. Mhm. Das darf es nicht geben, also beziehungsweise nicht im Endprodukt. Oder man darf halt nicht das Gefühl haben, dass sowas jetzt eigentlich im Raum war und das dann aber drumherum geschnibbelt wurde. Ja. Also klar, das kann man natürlich machen, aber ich finde schon wichtig, dass man einen gewissen Flow entwickelt. Aber da ist dann eben auch immer die Sache, worum es geht, was man für ein Thema hat und mit wem man das zusammen macht. Macht man das mit demjenigen zum ersten Mal oder nicht? Hat man direkt irgendwie ein Draht zueinander? Da kommen viele Aspekte hinzu, denke ich mal. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt schon wirklich erste Gedankengänge formuliert und quasi so ersten Druck schon mal abgebaut über das Thema. Ich würde jetzt gern auch ein bisschen konkreter werden und hier mal meinen Bildschirm teilen. Ich klicke jetzt hier ein paar Tasten und dann passiert etwas in dem Bild, das sieht ungefähr wie folgt aus. Bam, ihr seht jetzt eine Doc-Datei. Hier Google Docs, auf geht's. Das hier oben ist unsere aktuelle Empfehlung für den Ablauf von Filmbesprechungen. Die ist noch nicht ganz perfekt. Da gibt es jetzt noch viele Dinge, an die sich zum Beispiel auch kein Mensch hält. Also insbesondere die Frage der Zielgruppe wird regelmäßig übersehen. Und ich kann euch sagen, dass hier auch bei dem einen oder anderen Ding das vielleicht gar nicht notwendig ist, das zu sagen. Andere quälen sich zum Beispiel immer übelst, einen Abschauspielernamen zu sagen. Das geht mir echt häufig auch so. Und ich muss auch sagen, ich habe es teilweise auch schon rausgeschnitten, weil es so schlimm war. Aber das ist auch okay. Es hat letztlich echt kein Mensch vermisst. Und das hier unten mit der Moderation Cold Opener ist ein Ergebnis von so einer Brainstorming-Runde, die wir vor kurzem mal hatten. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen ein bisschen quasi laut nachdenken, wie wir potenziell so Filmbesprechungen eigentlich ab demnächst hier beim Telestammtisch starten wollen. Jetzt haben wir ja alle schon mal Besprechungen gemacht oder zumindest daran teilgenommen. Wir haben sie moderiert oder Sachen gelesen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen im Internet quasi dabei zugehört oder zugesehen, wie sie Filmbesprechungen gemacht haben. Und das hier sollte eine potenzielle Empfehlung sein für Besprechungen mit einer circa Laufzeit von circa 15 bis 20 Minuten, mindestens aber 5. Und das ist, wenn man das alles abarbeitet, schon mal irgendwie nahezu unmöglich, weniger als 5 Minuten zu machen und aber auch nicht viel mehr. Könnt ihr das alle sehen, was ich hier habe? Ja. Sehr gut. Sag mal, Paul, ich habe hier so 4 Blöcke. Den Block Einleitung, den Block Handlung, den Block Bewertung und den Block Fazit. Findest du das gut oder findest du das doof? Wenn ich jetzt an so Besprechungen denke, die ich jetzt so gemacht habe, waren es bei mir, glaube ich, noch 3 Blöcke mehr. Ach so. Aber ich, also ja, mir fällen jetzt halt noch so, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das bei Handlung oder so schon stehen. Wir haben halt noch versucht, Charaktere und Schauspieler, dann
die künstlerische Seite vom Film, keine Ahnung, Soundtrack, Szenenbild oder irgendwie so, also Farbgebung oder irgendwie sowas, hatte ich noch immer eingebaut. Und dann finde ich es persönlich noch besser, oder ich glaube, so mache ich das zumindest immer, dass ich Bewertung und das Fazit zumindest einmal umdrehe, beziehungsweise erst eben sage, das nochmal zusammenfasse, was ich über den Film denke und am Schluss dann zu der Bewertung komme. Wobei, okay, die Bewertung, ich sehe es gerade, das ist eher... Bewertung ist für mich alles, was ich an subjektiven Punkten subsumieren würde, für mich persönlich. Ja, okay, alles klar. Die Punktevergabe, die kommt ja dann nochmal im Fazit, alles klar. Werner, wie siehst du das mit den 4 Punkten? Also, die 4 Punkte sind so für sich richtig gut, das kann man so lassen. Allerdings möchte ich das aufgreifen, was er gerade gesagt hat, dass die einzelnen Aspekte bei der Bewertung meiner Meinung nach geklärt sein sollten. Also wenn man den Einstieg erledigt hat, gesagt hat, worum es geht und man dann zur eigentlichen Besprechung kommt, dann brauchen wir meiner Meinung nach da ein klares Schema, nach dem wir gehen. Also dass man zum Beispiel zuerst sagt, gut, reden wir erst einmal über die Schauspieler, nicht einfach vorlesen, wer mitspielt, sondern nur die Performance, über die man was sagen kann, mal ansprechen, sagen, gut, der Schauspieler spielt die Rolle und hat das gut gemacht. Oder die Rolle von dem hat mir des und deswegen gefallen. Und wie gesagt, nicht die ganze Liste durchgehen, sondern das, was gesagt werden muss, ansprechen in dem Bereich Cast. Dann geht man halt eben weiter von mir aus Story. War sie gut, war sie schlecht? Dann kommt eben der Bereich, was fand ich am Film insgesamt gut, was fand ich insgesamt schlecht? Einfach, dass wir da eine klare Linie haben, nach der wir arbeiten. Weil ansonsten wird da einfach mal durchgemischt und ja, das hat halt kein System. Bevor wir da auf Nina zu sprechen kommen, die dir gerade auch was zu sagen will, ist natürlich immer das Problem. Du hast hier irgendeinen Film, da spielen 3, 4 Leute eine relativ große Rolle und dann gehst du, das geht mir als Moderator von solchen Besprechungen häufiger so, du gehst die Liste durch und klar, du kannst so 1, 2 Sachen sagen, aber ganz oft, und das liegt einfach darin auch begründet, dass wir in der Redaktion jetzt nicht einfach alles die mega die Experten sind, sondern einfach nur Leute, die Filme lieben, Filme gern genießen und die aber einfach auch einfach mal so wegkonsumieren wollen, ohne jetzt eine super differenzierte Meinung zur Nebenfigur XY zu haben. Da habe ich häufig das Problem, dass ich dann frage, okay, Hauptcharakter so und so und dann plötzlich noch Nebenperson sowieso, wie fandst du denn die Person? Und dann, ja, war auch gut, war gut. So, aber letztlich, da hätte ich mir die Frage sparen können, da hätte ich mir die Antwort sparen können. Und deswegen will ich hier bei dieser, also ist mein also jetzt ist kein Nein zu deiner Angabe, sondern mehr so eine Art Feedback. Ich habe dann das Gefühl, okay, warum sollte ich hier zu feste Vorgaben machen? Sollte ich nicht einfach generell schreiben als Punkt zum Beispiel Cast? Einfach nur genau Infos zum Cast, ohne jetzt das noch zu differenziert und vielleicht sogar zu einem Pflichtprogramm zu machen. Und jetzt in der Reihenfolge bitte Nina, Sven und Dom, ihr hattet euch gemeldet. Also ich finde das auch gut, dass man halt so Punkte hat, woran man sich langhangeln kann. Aber wenn ich zum Beispiel alleine so einen Cast mache oder fürs Campusradio was schreibe oder für woanders, da fehlt mir, wenn ich halt so feste Punkte habe, die ich unbedingt ansprechen muss, dann fehlt mir so ein bisschen so den Fluss. Also ich finde, so eine gute Rezension muss auch so einen Fluss haben. Es muss alles so ein bisschen so aufeinander aufbauen. Und wenn ich hier sage, hier, Cast war so und so, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, das war so und so. Das ist, finde ich, da fehlt mir ein bisschen so die fließende Zusammengefügtheit, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das auf jeden Fall unterhaltungswert, Punkt, genau, völlig richtig. Ja, genau, es ist halt so, beziehungsweise nicht mal unterhaltungswert, sondern einfach so, da muss halt auch so eine, ist halt vielleicht jetzt ein bisschen zu hoch, aber es muss halt so ein Erzählfluss da sein, ne, damit ich das halt auch richtig gut zuhören kann. Man muss halt wirklich, also gut erzählen können. Nicht abgehört hintereinander, genau. Punkte abhangeln. Genau, ja, und das ist halt dann, ist halt bei einem Cast, wo mehrere Leute dabei sind, ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann ist es halt ein bisschen vielleicht wirklich besser, wenn man halt so diese Punkte hat, aber da muss man auch ein bisschen darauf achten, das ist halt alles schwierig, festzumachen. Man muss halt ein bisschen darauf achten, was gibt mir mein Gegenüber an Infos oder an Feedback, was ich dann halt verwenden kann weiter, um einfach diesen Fluss halt auch in einer Gesprächssituation zu behalten. Ja, Stichwort Flow, was der Dom vorhin ja auch schon meinte. Ganz wichtiger Punkt, der ein ganz wesentlicher Punkt einfach sein sollte. Okay, Sven, Dom und dann der Werner. Ja, im Grunde genommen war es genau das Gleiche, was ich sagen wollte.
dieses Abhaken kann wirklich ziemlich schnell ätzend werden. Ja, und das ist halt auch, wenn jemand sagt, ja, mir hat jetzt zum Beispiel Don Johnson super gefallen, und sagt der nächste, oh, fand ich jetzt nicht so, und dann ja, ich meine, das kann man ja gerne am Schluss dann mit reinbringen, aber ich meine, wenn ich mich für einen Film interessiere, dann weiß ich ja eigentlich, wer mitspielt. Ich meine, dass man das anmerkt, keine Frage, aber ich weiß nicht, das kommt nicht. Wenn es jetzt eine ganz schlechte Leistung wäre von dem Schauspieler oder der Schauspielerin, auf die ich mich halt einem Jahr wahrscheinlich gefreut habe, dann wäre es wahrscheinlich in irgendeiner Form sowieso Teil der Besprechung, ohne dass ich das jetzt extra so aufführen muss. Ne? Dom? Ja, da kann ich genau an den Punkt anschließen und auch an Ninas. Ich finde, dass, ich weiß nicht, ich habe ja auch mal für Movie Freaks geschrieben, beziehungsweise fürs damalige jetzige Filmtoast. Und da war mein Problem, da hat ein Kollege, also klar, das kann er gern so machen, aber da hatte ich wirklich das Problem, dass der sich immer am selben Schema abgearbeitet hat. Und es kommt halt immer darauf an, worum es geht. Aber ganz ehrlich, manche Schauspieler sind nun mal nicht so interessant, dass man jetzt irgendwie, wer weiß, wie über sie reden kann. Und ich finde, dass man das eigentlich in das Gespräch wunderbar einbetten kann. Man kann natürlich am Anfang sagen, ja, der und derjenige spielt mit. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, weiß ich nicht, die Rolle hat mich an die und die Rolle von ihm erinnert, die er da und da schon gespielt hat. Aber ich finde, dass so dieser statische Aufbau dem Ganzen wirklich dann auch den Flow nehmen würde. Und auf Dauer sind solche Filmkritiken, also wie gesagt, bei dem Kollegen, da hat man sich halt erstmal durch Fakten geprügelt und ganz am Ende stand seine Meinung. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, warum schreibst du nicht einfach deine Meinung mehr oder weniger auf einem gewissen Level, mit einer gewissen Distanz und bindest die Fakten da einfach ein? Also so mache ich das zum Beispiel halt. Wenn ich eine Kritik schreibe, dann versuche ich halt schon irgendwie eine gewisse Form zu finden. Und ich habe zugegebenermaßen vielleicht auch so meine Struktur, sage ich mal, wie ich vorgehe. Aber es ist nicht so, dass ich mich immer in der gleichen Reihenfolge nach denselben Punkten abarbeite, weil eben auch nicht alles gleich wichtig ist. Da muss man dann vielleicht auch denken, im Journalismus hat man ja immer so den pyramidalen Aufbau, sage ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Newsmeldung aufbaut, man packt ganz oben das rein, was am allerwichtigsten ist. Und das wäre dann in dem Fall, von wem ist der Film, wer spielt mit, etc. Das wären dann erstmal so die Fakten. So macht das ja zum Beispiel Stu auch. Wenn er zum Beispiel anmoderiert, dann hakt er so die Fakten ab. Dann kommt man kurz zur Story, wo meines Erachtens eigentlich nur die Ausgangsprämisse eigentlich so erörtert werden müsste. Und dann kann man einfach wirklich in medias res gehen, finde ich. Weil sonst kommt halt kein Flow zustande oder sehr, sehr schwierig. Da sind viele gute Punkte drin. Und der Werner ist dann gleich dran. Ich würde gerne noch, bevor wir auch die einzelnen Punkte nochmal zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, Ziel und Sinn und Zweck der Besprechung heute ist ja, dass wir hier dieses Muster irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir können währenddessen, der Werner spricht uns schon mal Gedanken drüber machen, was eigentlich das Ziel unserer Besprechung ist. Ist das, wollen wir Filme verkaufen oder bewerten? Wollen wir Unterhaltungswert haben? Sollen wir das alles ins Verhältnis setzen? Wollen wir klassische, meinetwegen kopierbare, wenn man so will, langweilige journalistische Arbeit leisten und einfach nur Fakten abrattern über Dinge, die man überall anders auch nachlesen kann? Darüber können wir uns mal kurz mit Gedanken machen. Aber Werner, du hattest noch was zu sagen. Ja, also ich gebe euch natürlich in dem Sinne auf jeden Fall recht, man sollte nicht auf Teufel komm raus immer den gleichen Weg gehen, aber die Sache mit dem Flow meiner Meinung nach, das ist auch ein bisschen so die Kunst an dieser Sache, weil sonst könnte das ja jeder machen. Da liegt es an uns, diesen Flow zu finden und in die Sache reinzubringen, weil wie gesagt, ansonsten kannst du hier meinen Rentnernachbar nehmen und der kann dann auch so monoton daherreden. Diesen Flow, den müssen wir kreieren und wir selber einbauen, unabhängig davon, ob wir jetzt eine Struktur haben oder nicht, das liegt an uns, weil auch mit einer Struktur kannst du keinen Flow haben und mit Struktur kannst du eben auch eine haben, also das eine schließt das andere nicht aus, das liegt dann ja zu 100% an uns. Und was halt eben das Ansprechen von dem Cast geht, ich habe jetzt nicht gesagt, dass man jeden Einzelnen ansprechen muss, sondern wie gesagt, das, was halt eben wichtig ist, wenn es Filme gibt, wo nur zwei Charaktere erwähnenswert sind, dann lässt er halt die 100 anderen Leute weg, ist ja kein Ding. Wenn dann aber jemand sagt, gut, denen fand ich noch wichtig, dann sprichst du dann einfach eben noch schnell mit dazu. Das liegt dann an uns zu entscheiden, welche sind erwähnenswert und welche nicht. Ja, mich persönlich hat das zum Beispiel, mir fällt da immer ein, Robert Hofmann, der hatte irgendwann auch so eine feste Struktur, an der er sich immer gleich abgearbeitet hat.
Und also von wegen, ja, wie sind die Kostüme, wie sind die Schauspieler, wie ist die Musik etc. Und ganz ehrlich, er hat dann irgendwie angefangen, bei Alien Covenant darüber zu reden, ja, die Kostüme in Alien Covenant sind so Raumanzüge natürlich. Und dann denke ich mir so, das ist jetzt nicht erwähnenswert. Und sowas kommt dann eben zustande durch so eine Struktur beispielsweise, dass du halt das Gefühl hast, dass du dich auf den immer gleichen Mustern abarbeiten musst. Ne? Aber ich finde, so ein Muster wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um das vorher irgendwie in der Hand zu haben und auf Sachen zu achten, während man den Film guckt. Das ist mir irgendwie so gerade irgendwie eingefallen, dass es halt auch vielleicht als Starterhilfe ist, gut wäre, wenn man halt so eine Liste hat, hier kann man kann oder achte mal auf Schnitt, achte mal auf Kamerafahrten, achte mal, wie das alles irgendwie so, wie die Dialoge sind, und das ist halt dann hilfreich, wenn man halt vielleicht noch nicht so geübt drin ist. Es ist für mich auch, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich auf den Film achten soll, weil ich gucke den. Und dann denke ich mir so beim Schreiben, denke ich so, ja, was war denn da nochmal? so eine Liste zu haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht für vorher, wenn man halt den Film, während man den Film guckt, dass man sich, ach ja, stimmt, das schreibe ich mir mal auf. Dafür ja auch die Struktur, die wir hier versuchen zu machen. Aber das ist halt auch so eine, also keine Struktur, so muss ich halt, das muss ich besprechen, das sage ich jetzt, sondern halt einfach, um im Hinterkopf zu behalten, worauf ich alles achten soll. Ja, oder also muss. Quasi eine Sensibilisierung während des Schauens, die aber eben auch voraussetzt, genau, dass man sich den nicht im Halbschlaf irgendwie reinschaut. Ne? Das genau ist ja Sensibilisierung, das trifft das, glaube ich, sehr gut. Ja. Paul? Aber genau diese Struktur ist, ich gebe euch recht, es muss jetzt nicht unbedingt diese feste Struktur sein, wo man jetzt alle Punkte immer wieder und wieder abklappert, aber manchmal geht es mir auch so, dass ich dann im Nachhinein zum Beispiel feststelle, ah, hättest du mal noch die Musik erwähnt oder so. Das ja war eigentlich auch. Ich finde, dass man, es muss, wie gesagt, nicht die feste Struktur sein, aber wenn man so die Stichpunkte hat, du kannst was zum Cast sagen, du musst da nicht jeden einzelnen Punkt absagen, aber vielleicht hilft es auch, wenn man einzelne Dinge, weil wenn man 10 bis 15 Minuten über einen Film spricht, kann es auch schnell passieren, dass du mal so das eine vergisst und dann im Nachhinein so, hast gerade die Aufnahme ausgemacht und dann sagst du dir, ach, das hätte so gut reingepasst, aber das habe ich jetzt vergessen. Aber das ist immer so, Also das denkt man sich nach jedem Cast. Du musst einfach, glaube ich, versuchen, das auszusagen, was dir am wichtigsten ist oder was dir vielleicht individuell aufgefallen ist, was jetzt andere nicht so bringen würden. Da wären wir dann eben wieder bei der persönlichen Note beispielsweise, ne? Also zum Beispiel so ein Lasse oder ich, wir reden schon ein bisschen mehr über, sage ich jetzt mal, Filmmusik beispielsweise als andere. Aber es ist die Frage, ob man das jetzt unbedingt muss. Wenn jetzt halt die Musik nicht erwähnenswert ist, dann ist sie halt nicht erwähnenswert. Punkt. Na? Weil das jeder Film Musik hat, dass jeder Film Kamera hat, dass jeder Film Kostüm hat, das ist auch irgendwo klar. Ich finde, das ist auch dann halt vom Flow abhängig. Wie oft ich schon irgendwie Rezensionen geschrieben habe für das Campus Radio, wo wir wirklich eine feste Vorgabe haben, mehr oder weniger feste, dass wir halt nicht über 5 Minuten Beiträge machen wollen. Manchmal klappt das nicht, aber ne, wir versuchen immer 3,5 Minuten bis 5 Minuten zu machen, und da schaffst du einfach nicht alles zu erzählen, was du erzählen willst, und dann musst du halt wirklich darauf achten, was passt in deinem Flow. Vielleicht passt es halt gerade nicht, über die Kostüme zu reden und oder auch vor allem, weil wir auch mit Originaltönen, also mit Dialogszenen und sowas arbeiten in unseren Beiträgen. Da will ich auch, ja, das ist dann halt auch die Sache, ne? Wenn ich genau das ansprechen will, wo ich keine O-Töne zu habe, ja, dann musst du es entweder nicht machen oder irgendwie versuchen, das irgendwie zu umgehen. Also das ist halt immer so, man kann nicht alles besprechen. Auch in einem 3-Stunden Podcast wird man wahrscheinlich auch nicht alles irgendwie erzählen, was man erzählen will. Nee. Und da spielst du mir ja auch so ein bisschen in die Karten. Du hast ja gesagt, 3,5 bis 5 Minuten. Erzähl uns doch mal als Profi, warum nur 3,5 bis 5 Minuten? Also im normalen Radio sind es halt nur 2,5 Minuten. Also die Beiträge sind halt nur 2,5 Minuten lang, weil es halt auch Radio ist. Sind die Zuhörenden halt auch einfach nur so mit einem halben Ohr hören sie zu. Und das kannst du halt, klar, dann gibt's halt zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur, wo sie halt längere Sachen machen oder wo man halt Features einfach sich anhört. Das sind dann halt so mehr oder weniger Podcasts.
die können halt länger sein, aber es ist halt wirklich so, du hörst halt nur halb hin. Klar, bei einem Podcast ist was anderes, du lädst es runter und hörst es halt, ne, sehr bewusst, aber da ist halt auch so, ne, klar, wenn ich halt einen Podcast höre, ich höre gerne einen Podcast, wo die halt über Philosophie im Film reden, dann reden die halt eine Stunde drüber. Aber da haben sie auch halt einen Moderator, der halt sagt, ja und das. Und jetzt gehen wir halt zum nächsten Punkt, weil ansonsten würden sie sich halt auch festquatschen. Mhm, genau. Und das ist halt, ja. Und ich würde dann jetzt auch gerne nochmal wirklich auf die Punkte im Einzelnen zu sprechen kommen, auf genau diese Sache, wie bauen wir das jetzt auf? Und gerade diese Kürze, also auch 15 Minuten ist halt was anderes als 60 Minuten zu einem Film. Das muss man schon auch nochmal sagen. Ich werde hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal meinen Bildschirm teilen. Und ja, aber da ist auch die Frage, ne, wo ist halt der Schwerpunkt? Ne, so, will man halt über was Allgemeines reden und einen Film als Beispiel mehr oder weniger nehmen, oder redet man wirklich nur über den Film? Und das ist halt für mich, macht es den Unterschied, ob ich dann 60 Minuten zuhöre oder halt wirklich nur die 3 Minuten Erklärung, worum geht es bei dem Film und sollte ich mir den angucken? Genau, jetzt heißen wir halt der Telestammtisch die Filmkritiken. Also es geht explizit um die Besprechung von Filmen. Es geht nur jetzt im Rahmen von so einer Überbrückungsphase zum Beispiel auch mal darum, sich 2,5 Stunden über Nicolas Cage zu unterhalten. Es ist eher die absolute Ausnahme, sondern letztlich geht es darum, einfach die aktuellen Kinostarts zu besprechen, inzwischen und vermehrt. Und das wird, glaube ich, auf kurz oder lang auch die Hälfte unseres Programms ausmachen. Auch Heimkinostarts auf den Streaming-Plattformen. Also alles, was quasi an neuem Material erscheint. Und jetzt nicht die klassischen Discs, die irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später rauskommen, sondern eben Neustarts im Kino und auf eben Streaming-Plattformen. Das wird so der Schwerpunkt sein. Die wollen wir besprechen und die wollen wir in irgendeiner Form auch, naja, also wir wollen den Leuten quasi klar machen, ob sie in dieser Flut an Auswahl, die sie haben, ihre Zeit investieren sollten in genau diese Filme und ja teilweise eben jetzt auch Serien. Ich habe jetzt hier diese Übersicht offen, an der ich jetzt, da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Ich würde gerne mal unten anfangen. Ich glaube, der Stu oder der Max, einer von beiden ist es gewesen, die so ein bisschen die Idee eines Cold Openers hatten. Wir haben jetzt hier ja immer diesen Aufbau, dass wir im Regelfall 3 Besprechungen in einer Ausgabe haben. Und ich mache das meistens so, dass die erste Besprechung zu einem relativ großen Film, zu einem, wenn man so Mainstream-Film ist, ein Film, der vielleicht auch irgendwie irgendwo gesucht wird. Und dann bleibt man halt eben noch hängen und hört sich vielleicht auch noch die Besprechung der beiden anderen Werke an, die eben auch noch besprochen worden sind in dieser Ausgabe. Und so der Plan, also quasi was, wo die Leute so hängen bleiben können. Und dieses Hängen bleiben können ist eine Idee, die man ja auch grundsätzlich in jede einzelne Besprechung packen könnte. Das heißt also, nicht nur hallo, ich bin's, so und so lang geht der Film, der startet dann, das ist der Regisseur und das sind die Schauspieler, sondern letztlich erstmal, ey, was ist das hier eigentlich? So ein ganz kurzer Aufhänger, irgend so ein Catchphrase meinetwegen, irgendwas Cooles, was halt nicht langweilig ist. Wie findet ihr die Idee eines, ja, Cold Openers, Dom? Super. Danke. Ganz wirklich kurz und bündig super. Also man experimentiert ja auch hin und wieder mal damit. Ich habe das ja zum Beispiel auch bei unseren Westworld Recaps, habe ich das ja auch mal ab und zu mal versucht. Bringt eine gewisse Note rein und man kann dann natürlich vielleicht auch dann so eine Grundfrage in den Raum stellen. Also ich kenne das zum Beispiel sehr bei dem Podcast Streamgestöber von den Kollegen von Moviepilot. Die hatten irgendwie ihren Podcast zu The Irishman. Da hieß es irgendwie, ja, ist Scorseses Irishman ein Meisterwerk oder mega langweilig? Wird einfach mal so in den Raum gestellt. Ne? Das ist jetzt zwar nicht originell, das machen einige, aber das kann sich ja vielleicht auch ein bisschen entwickeln und da kann auch vielleicht wieder eine persönliche Note hineinschwappen, denke ich mal. Ne? Ja, wie finde ich denn die? Man muss ja irgendwie auch Ahnung haben, was das sein kann. Ich muss ja irgendwie auch was Cooles haben, vielleicht eine gewisse Erfahrung haben. Wie sollte das denn aussehen? Ist so eine Frage, muss man sich vorher überlegen? Das wäre schlau, oder Nina? Also ich kann ja, ich kann nur sagen, wie wir es beim Radio, beim Campusradio, ich muss ja immer sagen Campusradio, weil ich bin keine Radiojournalistin oder so, ich mache das nur freiwillig und sehr gerne und ehrenamtlich. Wir machen tatsächlich immer Moderation, also es gibt immer eine Anmoderation und eine Abmoderation vor und nach dem Beitrag und das ist halt auch immer die beste Idee, die du hast, wenn du, während du deine Rezension schreibst, gibst du dem Moderator. Weil der muss halt die Zuhörenden packen. Der muss halt die
die den Anreiz schaffen, dass du zuhörst. Und da haben wir auch immer so ein paar, ne, keep it short and simple, also nichts, nicht versuchen, ausschweifend irgendwas zu erklären, sondern einfach so, ne, ja, keep it short and simple, KISS nennt man das auch in der Radiosprache. Und halt auch dieses nicht immer die erste Idee nehmen, die man hat, weil dann kann es halt wirklich sein mit diesem, was du meinst, halt, dass ein bisschen langweilig vielleicht klingt. Und das ist halt vielleicht nicht nur langweilig, sondern auch, habe ich schon zigmal gehört. Ist halt immer so, muss man immer mal gucken, wie man nimmt. Aber was ich immer sehr schön finde, ist so wirklich mit so einem, ja, mit so einem, ja, wie ihr schon gesagt habt, also mit diesem, ist Irishman einfach nur langweilig. Das finde ich auch gut, weil das ist halt so eine, oh mein Gott, der hat... Können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen? Und dann will man halt hören, was dann dahinter steckt. Aber das hat auch ein bisschen was von einem, von Clickbaiting. Fiel mir auch gerade ein, so akustischer Clickbait. Ja. Genau, aber es ist halt, ne, wenn es funktioniert, ne, ist halt vielleicht nicht so schön. Es kommt dann eben, denke ich, auch auf den Titel an. Ja, na, und dass man jetzt, man kann ja vielleicht, Entschuldigung, man kann ja vielleicht auch theoretisch, wenn man jetzt von einem Film gelangweilt war, dann kann man das ja ruhig einarbeiten in das Ganze. Na? Als Beispiel jetzt. Sorry. Boah, aber das würde zu viel Fazit vielleicht auch wegnehmen, Paul. Ja, also gerade das habe ich mir jetzt überlegt, dass bei Irishman funktioniert das ganz gut, weil das ist halt so auch so ein Film, bei dem interessiert es wahrscheinlich auch die meisten Leute, okay, ist er denn jetzt so oder ist er jetzt anders? Wenn ich jetzt einen spanischen Independent-Film habe und eine Frage, ist er, also, oder weiß ich nicht, ob das den gleichen Effekt hat, wie, dann würde ich mir das anhören, ja, ist mir eigentlich egal. Also, ich finde es halt schwierig für jeden einzelnen Film und wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, wie es in nächster Zeit aussieht, aber im letzten Jahr gerade, sind es ja so viele Filme, die besprochen wurden, da jetzt für jeden einzelnen Film so den passenden Ohröffner oder diese Catchphrase zu finden, Das ist schwierig. Gar nicht so einfach. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, das stimmt schon. Ich meine, wir sind natürlich, man muss bedenken, wir sind keine Radiojournalisten, also keine professionellen. Ja. Ja. Aber man sollte wirklich vielleicht auch versuchen, also wenn man so eine Anmoderation oder so einen Code-Opener oder was, wie auch immer wir das jetzt dann letztendlich nennen, nimmt dann, dass man halt wirklich irgendwie sich was überlegt und nicht einfach sagt, ja, hier. Weil das finde ich auch immer sehr schwierig, also wenn ich dann auch meine Casts hier mache, vor allem wenn ich alleine bin, dass ich dann sage, ja, hi, mein Name ist Nina und ich bespreche jetzt den Film so und so von dem Regisseur so und so. Da kann man, also ich denke mir dann mal, du könntest es ein bisschen kreativer sein, aber irgendwie, ja, ist man halt nicht. Aber wenn man halt sich jetzt das vornimmt, dass jeder kreativ werden soll, egal ob unfassbar geil kreativ oder halt nur so, sag ich mal, ist der Irishman sein Meisterwerk oder ist es langweilig, das kann man ja auch nehmen. Ne? Also, aber finde ich persönlich besser, als wenn man sagt, hier, mein Name ist so und so und ich bespreche jetzt das und das. Ja. So, Cold Opener, genau, das ist der Punkt. Ich würde ihn schon als extra Punkt auch einfach jetzt nochmal erwähnen, weil ich glaube, dass der schon ein wichtiger Punkt ist, auch einfach um diesen Ohröffner-Effekt zu haben. Sehr gut, Paul, danke. Also ich glaube, der wäre schon wichtig, deswegen würde ich den generell extra Punkt auch nehmen und dann jetzt zum Punkt Einleitung kommen. Gut, und Einleitung. Wir haben halt schon viel Allgemeines gemacht auch. Wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen. Wir haben jetzt hier diese Einleitung. So, Einleitung, alles schön und gut. Was muss in der Einleitung wirklich rein? Und generell vielleicht noch als Information, empfohlener Ablaufplan ist alles kein Muss. Und nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Mhm. Oder sinnig ist. So. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in die Einleitung meine Standardfragen stelle, so, wer spricht eigentlich, ist bei 50 Leuten im Team vielleicht gar keine so doofe Frage, oder? Ja. Wer bist du eigentlich? Ich vergesse es auch sehr ständig, häufig tatsächlich bei meiner Moderation. Ganz schlimm. Ich glaube, obwohl das hier so auch zur Hälfte auf jeden Fall mal ungefähr mein Baby ist, gell? Ich glaube, ich wäre überrascht, wenn alle wüssten, wie mein Name ist. So. geil. Wer spricht? Sag mal, also Sven, wie wichtig findest du diese Information?
Nee, finde ich schon wichtig, weil du gibst ja deine persönliche Note und da gehört auf jeden Fall der Name dazu. Und findest du die Frage, warum du den Film besprichst, wichtig? Nö, eigentlich nicht. Weil ich meine, die Leute wissen, du guckst gern Filme und ja, das tust du. Und warum? Also, es gibt genug Sachen, die ich mal angucke, wo ich denke, das interessiert mich jetzt nicht. So brennend. Ja. Und wenn du dann da hockst und sagst, naja, ich wollte mir eigentlich lieber einen Schraubenzieher ins Auge rahmen. Auch ein Katzenvideo. Katzenvideos gehen immer. Aber ja, nee, warum? Finde ich unnötig. Also es ist. Werner, Nina, weiter? Bedenkt, dass wir, wie gesagt, dieses Ding fertig kriegen wollen. Also dieses Warum, finde ich, das kann man teilweise, wenn es Sinn macht, durchaus mal einbringen. Wenn es jetzt ein Film ist, der eben nicht frisch im Kino ist oder frisch im Verleih, dann gibt es ja durchaus einen Grund, wieso man den alten Graben rauskramt und sagt, ich bespreche oder wir besprechen jetzt den Film aufgrund der politischen Situation oder der Schauspieler ist jetzt gestorben und wir möchten ihn noch ein letztes Mal ehren. Also wenn es einen besonderen Grund gibt, wieso man den Film bespricht, dann kann man es ja durchaus ansprechen. Aber muss, gut, sollte es nicht sein. Gut, dass du diese gezielten Beispiele nennst, weil das sind Beispiele, wie sie bei uns auch tatsächlich vorkommen würden. Gerade Beispiel, was Dom immer gerne mal nennt, wenn wir, keine Ahnung, Taxi Driver besprechen wollen oder was, wo gerade der Joker rausgekommen ist. Das ist schon sinnvoll, aber dass wir jetzt so wie in der aktuellen Übergangsphase alle unsere Lieblingsfilme besprechen, das bleibt die Ausnahme und vorausgesetzt, Corona kommt im Herbst nicht wieder, wäre das auch jetzt eine Phase gewesen, die jetzt auch vorbei ist, auf kurz oder lang. Genau, deswegen finde ich jetzt hier den Punkt, wer spricht und gegebenenfalls das Warum, also mit der Motivation im aktuellen Anlass, gut. Habe ich einfach mal notiert, ihr dürft jederzeit ein Vetorecht einlegen, es ist absolut nicht in Stein gemeißelt. Nina? Das würde ich aber vielleicht zu dem Code-Opener dann ziehen, weil das ist halt auch eine Idee für so einen Ohröffner, so, ne? Dass man sagt, hier, warum ist der Taxi-Driver immer noch wichtig in unserer Gesellschaft? Also es ist nicht so, aber halt ein bisschen locker, flockiger. Halt, ne? Warum man das macht, ist halt eine gute Idee oder guter Anlass, um das irgendwie zu erzählen. Ne? Warum man das macht. Wenn man halt nicht kreativ ist oder keinen Bock hat, irgendwie lange darüber nachzudenken, was könnte ich machen, was als Ohröffner, als Earcatcher da irgendwie passen würde? Dann sagt man einfach, ja, hier. Findet ihr das nicht auch? Das finde ich halt gut. Nee, ich hatte nichts eigentlich. Gut. Sven war es, genau. Ja. Aber da sind wir schon wieder bei den Ausnahmefällen, weil, also, wenn es jetzt wieder bleiben wir mal bei Tiberius, wenn du wieder einen Tiberius-Film hast, ist es ja nicht ernehmend. Außer du stehst auf Schmerzen. Ne? Ist ja nicht es gab auch gute. Es gab auch ja, gute. Aber das hast halt wirklich nur bei so Ausnahmefilmen wie Lieblingsfilme oder jetzt politische Situation oder sonst irgendwas. Also das ist ja eigentlich auch nicht Standard. Also wenn jetzt der neueste Transformer rauskommt, warum guckst du dir diesen Film an? Naja, ich will sehen, wie alles kaputt gemacht wird. Ich meine, das passiert so oder so, aber... Nein, da hast du ja keinen... Mach kaputt, musst du dich kaputt machen. Das geht ja nicht. Also, ich meine, man sollte schon dann sagen, gut, okay, bei Specials, bei gewissen Filmen, die auch eine Message haben oder irgendwas da, ja, keine Frage, aber bei 0815... weiß ich jetzt nicht. Also, so geht's mir. Ja, mir würde dazu einfallen, höchstens, wenn du, wir haben ja auch manchmal halt diese Interviewcasts, ne? Und wenn dann jemand sich jetzt zum Beispiel wirklich, also angenommen, jemand hat sich jetzt halt einen Film rausgesucht, weiß ich nicht, über hier Holocaust-Denkmäler oder so, dann kannst du zum Beispiel als Moderator fragen, warum hast du dir den ausgesucht? Was interessiert dich daran? Ne? Da bringst du dann, und da beziehungsweise lockst du dann auch wieder eine persönliche Färbung mit rein, finde ich. Ne? Also ja, jetzt als Beispiel mal. Ja. Das ist ja auch wieder was Spezielles. Also das ist ja auch kein 0815. Also eben, genau. Ist schwierig.
ist schwierig, da eine Form für zu finden, weil eben das Medium Film einfach sehr vielfältig ist. Ne? Ja, ich habe da diesen Fetisch für menschenverachtende Inhalte. Oh, war ja. Leute, dann gibt es Punkte, die müssen in so eine Besprechung rein. Das ist natürlich ganz klar der Titel des Films. Den hat man eventuell schon im Cold Opener abgearbeitet oder hat ihn vielleicht als zuhörende Person auch schon im Titel gelesen. Ist ja auch immer so ein Punkt. Aber ich habe jetzt hier mal zwei Unterpunkte aufgemacht. Wichtige und mögliche Fakten. Was gehört wo rein? Was soll eventuell wo rein? Muss man sowas überhaupt bringen? Sind wir verpflichtet, sowas zu sagen? Oder ist völlig irrelevant, wie die Altersfreigabe ist? Ja, es ist halt, ja, kommt drauf an, ne? Kommt drauf an, genau. Ja. Was ist eine wichtige Information deiner Meinung nach? Was muss in so eine Besprechung rein? Ich finde, dass das Genre, auf jeden Fall. Dass man sagt hier, das ist ein, ja, Actionfilm. Dann denkt sich die Person, oh nee, ist mir, ich finde Actionfilme total doof. Dann ist es halt schon eine wichtige Information. Und auch Regisseur, wenn man den halt kennt, das ist ja immer das Ding, ne? Ist halt, wenn es halt ein großer Regisseur ist, der den jeder kennt. Also Martin Scorsese würde ich auf jeden Fall nennen. keine Ahnung, der Indie-Regisseur vom kleinen italienischen Film. Außer der macht jetzt demnächst Marvel, so, ne? Da würde ich den halt vielleicht nicht nennen. Ja, Cast auch. Also bekannte Namen, die man halt nennen kann, nennen muss. Werner? Ich würde das einfach allgemein so als Verkaufsargument betiteln. Also die große Headline von dem Film, sei es jetzt der Regisseur, wie sie es gesagt hat, oder ist jetzt der Schauspieler hier der Fokus von dem Film? Also das, was sie gesagt hat, muss man dann halt eben groß erwähnen. Muss man aber dann halt eben gucken, was es in dem Film ist. Vielleicht ist es auch nur der Filmtitel, weil das das größte Meisterwerk an Büchern ist, was da verfilmt wird. Obwohl niemand Regisseur oder Schauspieler kennt, muss man halt eben das verkaufen, ja, was der Film verkaufen will. Mhm. Na klar, wenn da ganz vorne Robert Pattinson draufsteht, dann muss man den vielleicht nochmal droppen irgendwo, den Namen. Ne? Und sei es nur, er hat halt nur eine Nebenrolle oder was, das ist schon richtig. Paul? Er ist Batman. Also ich muss gerade sagen, ich verstehe, was ihr meint, wenn ihr jetzt die Relevanten im Cast oder den Regisseur ansprechen, aber für mich, ich persönlich, in meinem Springen, ich würde immer den Regisseur beziehungsweise die Hauptdarsteller, es fühlt sich dann für mich total komisch an, den ohne Regisseur oder so, also das hat dann so für mich was Ungerechtes oder so, also ich möchte dann schon, dass der Regisseur oder der Kopf oder die Schauspieler, die dann eben als Hauptperson oder so, meinetwegen zwei oder so, die dahinter stecken, möchte ich schon, dass die erwähnt werden. Ja, aber das finde ich ist ein Punkt. Also Regisseur bin ich hier ganz, ganz klar auf deiner Seite. Und es gibt natürlich eine ganze Menge weitere, wenn man so will, Rollen im Filmgeschäft, die da eine Rolle spielen könnten, aber nicht unbedingt müssen. Muss ich immer die Drehbuchautoren nennen? Nein. Ich sagen, dass bei Wrong Mary oder was der hieß, den wir vor kurzem gesprochen haben von Netflix, Adam Sandler der ausführende Produzent ist? Klar, kann ich machen, ist ein toller Name und sorgt vielleicht irgendwie dafür, dass Leute eher zuhören. Aber eigentlich ist es eine völlig irrelevante Information. Das kannst du vielleicht im Verlauf des Casts nennen, wenn sich vielleicht das irgendwie bemerkbar macht, dass er, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt, also angenommen, das ist jetzt ein von Adam Sandler produzierter Film und da sind halt irgendwie Kevin James und James Spader drin, dann kannst du dir schon denken, warum die da drin gelandet sind. Ne? Da spürst du dann eben den Einfluss im Endprodukt, das kannst du mit einbringen, aber Produzenten müssen nicht mit in die Fakten. Was ich allerdings noch sagen möchte, wo ich ein bisschen mich schwierig tue, ist mit Genre, weil, also an für sich ist das nicht verkehrt, aber es gibt viele Filme, die lassen sich schwierig einfach irgendwo einordnen. Na? Und ja, das ist dann auch so eine Vorverurteilung schon, wenn du sagst, jetzt ein Drama und boah, da habe ich aber keinen Dorn und dann hat es aber so ein Drama mit Thriller-Einschlag oder so und das kommt dann aber erst während der Besprechung raus, dann Ja, es ist Genre immer so ein Ding, da lesen die Kollegen gerne mal einfach vor, was bei der IMDb steht und das ist ganz häufig einfach falsch. Das beziehungsweise hat nichts damit zu tun, was letztlich im Film gezeigt wird. Ja, Genre, also als wichtigen, also als notwendigen Fakt halte ich auch eher für schwierig. Eine Einschätzung zum Genre sollte man zumindest dann machen, wenn es keine klare Linie gibt. Muss ich sagen, dass Alien Science-Fiction-Film ist oder ist es eigentlich klar und ich muss es gar nicht weiter thematisieren? Ja, bei Aliens ist halt so das Ding, ne? Da weiß jeder. Oder wenn ich sage, hier, um bei meinem Lieblingsfilm zu bleiben, bei Fast and Furious, dass es halt ein Action-Kracher ist, und es ist halt klar. Aber wenn ich sage, hier,
keine Ahnung, ich bespreche Horse Girl. Könnte man meinen, es ist halt ein Pferdedrama. Mhm. Das ist halt nicht, ne? Dass man halt da dann sagt, aber hier, es ist halt was anderes, als ihr vielleicht denkt. Wäre bei möglichen Fakten also auch eine Option. Wenn man das für relevant hält, kann man diese möglichen Fakten ja erwähnen. Also Man muss sie nicht erwähnen, ist nicht der Titel. Es ist eine Stufe drunter, die aber auch relevant sein könnte für die individuelle Besprechung. Ja. Ich finde diesen eigene Einschätzung-Einwurf von Werner wirklich ganz gut, ne? Weil damit bringt man den eben auch schon ein, was man selber für einen Blick darauf hatte. Einfach auch, ne? Ja. Und weil du gerade das Beispiel mit Alien gebracht hast, da sollte man meiner Meinung nach teilweise trotzdem drauf eingehen, weil es gibt halt eben Filme, die haben trotz einem klaren Titel eine andere Linie, die sie gehen. Also du liest den Filmtitel und denkst dir, oh, okay, den Film will ich unbedingt sehen. Sagen wir zum Beispiel mal The Witch, ne? Boah, geil, Horror, Hexe. Und dann bemerkst du auf einmal, okay, das ist eher so ein düsteres Drama als ein Horrorfilm. Und dann bist du enttäuscht, weil du nur nach dem Titel gehst. Also da muss man meiner Meinung nach schon zumindest entweder kurz bestätigen, dass der Name Programm ist, oder halt eben sagen, Vorsicht, Mogelpackung, schaut, was ihr da kauft. Lucy in the Sky, ne? Ja, das ist gerade in Anbetracht der Erwartungshaltung an Filme natürlich ganz relevant, und die aktuelle Besprechung zu Lucy in the Sky kann ich euch sehr empfehlen, denn da wurden meine Erwartungshaltungen absolut enttäuscht. So, mögliche Fakten. Ist die Laufzeit eine wichtige Information, Sven? Oder ist es völlig irrelevant, dass Herr der Ringe 30 Stunden geht? Der könnte auch 70 gehen und ich würde mir wieder angucken. Nee, oh ja. Scheiße, ja, wenn's ich denke, wenn es passt. Also, wenn man dann sagt. Aber es ist kein Muss, gell? Es ist nichts, was wichtig ist. Nee. Das wäre vielleicht auch so eine Sache, was da reinpasst, weil wenn ich sage hier Irishman, und dann sage ich ja, der hat aber über die 3 Stunden, 3,5 Stunden, die er geht, halt unterhalten. Dann ist es halt wichtig, wenn ich sage, oh, hier, der Film hatte 90 Minuten, fühlt sich aber an wie 3 Stunden. Dann ist es halt wichtig, aber nicht so als Fakt, was man halt so einfach so rauswirft. Ja, nur wenn es passt, würde ich auch sagen. Ja, ich finde noch, gerade weil du auch FSK gesagt hast, also ich fände es schon wichtig, wenn man einen Film rezensiert, auch zu sagen, okay, passt auf, der ist in Deutschland geschnitten oder er ist in Deutschland nicht geschnitten. Oder es gibt ja auch Filme, wo mittlerweile ab 12 sind, wo man sich manchmal denkt, schon ein bisschen heftig. Also auch nur, wenn es wirklich hervorsticht, dass man das halt mit reinbringt. Okay. Laufzeit eventuell, wenn es passt. Startdatum, ist das eine relevante Information? Ja, definitiv. Ja. Oder kann ich die eh überall lesen und gehe ich davon aus, dass es eh ein aktueller Film ist und sollten wir ihn nicht besprechen? Nö. Man weiß ja nie, wann die Leute den Cast ja hören, ne? Klar, man kann, wir sind halt alle informiert, aber man muss wirklich von dem in Anführungsstrichen dümmsten ausgehen oder den uninformiertesten ausgehen und sagen, hier, du kannst diesen Film, den ich jetzt bespreche, in einer Woche gucken. Du kannst den Film schon gestern gucken. So, ne? Weil das wissen nicht alle. Man hat halt so eine Bubble-Filter, wo man halt drin ist und wo man denkt, ja, meine Freunde wissen alle, dass nächste Woche die ganzen Filme starten. Und deswegen, eigentlich ist es halt nicht nötig, das zu sagen, aber das ist halt, man lebt halt in einer Bubble. So, ne, wenn man Filmfan ist. Aber nicht alle wissen, dass der nächste, es wissen auch viele nicht, wann der nächste, jetzt sowieso wegen Corona nicht, aber wann der nächste Marvel-Film rauskommt, wann der nächste DC-Film rauskommt, wo man sich denken würde, Alter, das ist halt im Kalender markiert schon seit 3 Jahren. Aber das ist halt nicht bei jedem so. Aber ja, aber Dom, reicht es ja nicht aus, einfach zu sagen, okay, ist ein aktueller Film und die Leute, die es wissen wollen, gucken in die Shownotes? Es ist die Frage, ob die Leute in die Shownotes gucken. Ich gucke nie in die Shownotes. Oh mein Gott, wofür mache ich das? Es ist natürlich auch die Frage, ich meine, Andi, du ziehst ja zum Beispiel auch gerne mal Besprechungen vor. Wenn die zum Beispiel kein Embargo haben, dann hauen wir auch schon mal irgendwie Casts raus für Filme, die erst dann in 2 Wochen kommen. Und deshalb brauchen die Leute dann, glaube ich, da finde ich es dann, glaube ich, schon wichtig, dass man den Leuten so einen zeitlichen Anker gibt eben. Also eine wichtige Information, keine mögliche, sondern eine wichtige. Würde ich schon sagen, ja. Okay. Prima. Laufzeit eventuell, wenn es relevant ist. FSK eventuell, wenn es relevant ist. Sehe ich das richtig? Ja, und das alles halt aber nicht vielleicht vorneweg, sondern in der Review, im Verlauf der Rezension. Guter Punkt.
Die möglichen Fakten oder auch die wichtigen Fakten, oder? Die möglichen. Also die wichtigen Fakten, ja. Also die W-Fragen sozusagen vorneweg. Und dann halt während der Rezension halt sagen, hier, deswegen, also Laufzeit, also auch nicht sagen, der Film hat 90 Minuten, sondern halt einfach sagen, hier, 90 Minuten Laufzeit, hat mich die ganze Zeit unterhalten, war, als hätte ich, wäre ich 5 Minuten im Kino gewesen. Das wären dann halt, das halt hat dann wieder so einen Flow und ist halt nicht das so abgehackt. Das mache ich übrigens auch gern, dass ich, wenn ich dann irgendwann diese Besprechung mache und ich habe manchmal echt nichts mehr zu Filmen zu sagen und so, dass ich dann nochmal über die IMDb so drüber fliege, mich durch zum Beispiel Filmszenen, Bilder durchklicke, um nochmal Inspirationen zu bekommen für Dinge, die, ach stimmt, dann wäre das schon sinnvoll, solche Punkte mit einzubauen. Das ist ein sehr guter Einwand. Vielen Dank. Also ich habe das gelaufen. Ja. Entschuldigung. Ist eben das, was ich vorhin meinte, dass man das eben in den Flow mit einbringt, einfach, ne? Dass man, also versuche ich zumindest auch, wenn ich Kritiken schreibe, dass ich eben versuche, so im Fluss zu schreiben und auch eine gewisse Form damit reinzubringen. Dass man eben persönliche Ansichten mischt mit Fakten, beziehungsweise das dann einfach mit einfließen lässt, so meine ich das. Sehr gut. Mögliche Fakten, die also eventuell überall mit einfließen können. Weitere Menschen, weiterem Cast, eventuell Skript, eventuell Produzenten, Genre nach eigener Einschätzung, eventuell, wenn das sinnvoll ist. Würdet ihr das also soweit bei der Einleitung unterschreiben? Ja. Ja. Sehr gut. Prima. Punkt Handlung. Und da hat der Dom von was sehr Wichtiges gesagt. Ist es echt so mega sinnvoll, den kompletten Film nachzuerzählen? Wir hatten das auch schon gelegentlich. Kollegen, die halt einfach den kompletten Film rezitiert haben. Meinetwegen noch inklusive aller wesentlichen Twists. Auch wenn so und oder andersrum, ein ganz krasser Twist passiert nach 10 Minuten, sollte ich den schon verraten? Das sind so Fragen, die muss ich mir stellen. Oder sind das so Dinge, die ich nicht vielleicht zum Beispiel auch schon aus dem Trailer wüsste? Sind das nicht vielleicht so Informationen, die ich mir auch selber erschließen kann? Also zum Beispiel diese Besprechung von diesem Wrong Mary, heißt irgendwie anders, gerade auf Netflix. Da habe ich schon in der Besprechung, oder? Da war ich der Interviewende. Messi, genau, dankeschön. Die interviewende Person, die hat den Stu interviewt dazu und ich wusste, ohne den Film gesehen zu haben, wie er verläuft und vor allem, wie er ausgeht, weil ich den Trailer gesehen habe. Und es gibt so Dinge, da muss man ein bisschen antizipieren, was ist wirklich ein Spoiler und was nicht. Sind Spoiler-Parts, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen, ich notiere mir das besser, bevor ich es vergesse, auch nochmal ein Punkt, wie viel Handlung muss da rein? Dom, du hattest vorhin schon da auch einen Einwand, ne? Ja, ich finde, man sollte einfach eine Grundhandlung eigentlich nur erklären. Also beispielsweise jetzt bei Lucy in the Sky, die war im Weltraum und ist völlig erschlagen gewesen von der Leere und kommt dann auf die Welt und ihr Leben kommt ihr dann klein und unbedeutend vor und das schaukelt sich dann immer weiter hoch. Und das war's dann auch schon. Jetzt, also klar, jetzt mal so ganz frei heraus, ganz grob die Handlung umrissen, aber wäre das jetzt zum Beispiel zu viel verraten? Weil da muss man dann nämlich auch nochmal gucken und da ist dann, also das Thema Spoiler ist halt eine Sektion für was ganz Eigenes, finde ich, weil jeder hat eine eigene Definition von Spoiler gefühlt heutzutage. Ne? Und nicht alles, was zur Handlung gehört, ist ein Spoiler, meines Erachtens. Vor allem halt, man kann nicht davon aus, also wenn du dir sowas anhörst, wenn du dir eine Rezension irgendwie anhörst, dann musst du doch schon damit rechnen, dass dir irgendwas gesagt wird. Also du kannst nicht einfach sagen, hier, der Film heißt so, Regisseur, Cast und ich finde ihn gut. Ja. Weil das wäre nicht mal ohne Spoiler, weil du sagst, du findest ihn gut. Ja, das ist eine Inhaltsangabe. Das ist eine Inhaltsangabe mit einem kurzen Prädikat drauf irgendwie. Ja, also aber man sollte schon so sich überlegen, was ist das für ein Film? Wenn das halt der neueste Marvel-Scheiß ist, was alle gucken wollen und so, oh nee, oder halt Star Wars, also Star Wars war ja nicht mehr, es gibt's ja nicht mehr, oder wird es jetzt demnächst nicht mehr geben, aber halt, ne, wenn du da rausgehst, ich weiß noch beim ersten Teil, beim siebten Teil, bin ich ins Kino gegangen und da vor dem Kino waren schon Leute, die den geguckt haben, haben geschrien, Han Solo stirbt. Das ist halt ein Spoiler. Und für diesen Film, vor allem halt auch, weil die Trailer halt nichts ausgesagt haben. Die haben mir nichts irgendwie gegeben von der Story. Da finde ich, bei solchen Filmen sollte man echt krass darauf achten, dass man nichts sagt, was man selber halt nicht, ja okay, das ist ja auch wieder ein Freund von mir, den Scheren Spoiler nicht, man kann dem alles sagen und der sagt, ja, okay, ja. Ich gucke den Film trotzdem. Aber man sollte immer halt so gucken, was ist das für ein Film.
Aber du hast gerade ein schönes Beispiel geliefert, wirklich mit Han Solo. Also das ist für mich ein Spoiler tatsächlich, weil das etwas ist, eine Wende ist, die sich erst im Laufe des Films ergibt und nicht irgendwie von Anfang an klar ist. Also jetzt mal zu meinem Beispiel Lucy in the Sky. Wäre euch das zu viel gewesen, was ich gerade eben gesagt habe? Ich fand das eine total spannende Zusammenfassung, weil ja, das gibt einfach so ein bisschen auch Einblick in die Figur. Wer ist diese Lucy? Mhm. Und was alles so, was man erwarten kann. So. Das macht neugierig dann auch, ne? Genau. Wieder sind wir wieder beim Ear-Opener an der Stelle dann eigentlich, ne? Ja. Okay, ich habe jetzt hier mal geschrieben, Geschichte kurz zusammenfassen. Meist reicht es, die Ausgangssituation zusammenzufassen. Diese 2-3 Zeilen an geleakter Synopsis, die wir manchmal schon irgendwo bekommen, finde ich gar nicht so schlecht, um so ein bisschen auch zu kicken, so die Interesse zu wecken. Und dann, Details sind gut, wenn sie sinnvoll sind. Da ist das Beispiel mit Marvel sehr gut. Also man kann zum Beispiel, denke ich, unterstellen, dass wenn man, keine Ahnung, Endgame guckt, dass man auch Infinity War gesehen hat zum Beispiel, ja, und das Ende kennt. Da macht es schon Sinn. Und Spoiler würde ich dann erlauben, wenn sie notwendig sind. Das sollte ich vielleicht nochmal hier weiter danach packen, weil ich mir vorstellen kann, dass das besonders viel Sinn ergibt in einem Spoiler-Bereich und aber auch, das ist ein Punkt, den ich persönlich so sehe, da dürft ihr gerne Einwände haben, dass man die Sichtung der Trailer unterstellen kann. Also aktuelles Beispiel Tenet, der jetzt ins Kino kommt. Ich habe den jetzt gesehen, den Trailer, den aktuellen, der kam die Tage. Vielleicht kommt er auch nie ins Kino und wir werden alle zu Hause auf Netflix Tenet gucken, keine Ahnung. Aber da ist schon ziemlich klar, dass irgendwas mit Zeit, irgendwas mit zurückdrehen. Scheinbar muss er die Kugeln eher einfangen als abschießen und ich habe schon so eine Ahnung. Und er wird scheinbar, also ich würde auch vermuten, dass es ein neuer Typ ist, der in irgendeine Art von Organisation kommt und ich würde auch vermuten, dass der zum Beispiel von Robert Pattinson angelernt wird. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch, weil ich habe ja nur den, Trailer gesehen. Sind das Informationen, von denen ich vermuten kann, dass die irgendwie beim Zuhörenden angekommen sind oder sollte ich mich da eher zurückhalten? Es ist ganz schwierig, weil man, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, Lasse hat zum Beispiel geschrieben, dass er sich den Trailer nicht angesehen hat. Und ich kenne auch immer mehr Leute, die sich gar keine Trailer mehr angucken, weil sie eben gar nichts wissen wollen. Aber auf einmal. Dann hörst du halt keinen Cast. Ja, das ist aber eben das Problem. Die Leute wollen dann irgendwie was wissen und dann wieder doch nicht. Und dann, es ist, also klar, aber man hat diese Beschwerde einfach wirklich wahnsinnig häufig. Dieses von wegen, ich will gar nichts wissen, ich will nur wissen, ist der Film gut? Ich will auch gar nicht wissen, was daran gut ist, sondern ich will nur wissen, ob er gut ist. Aber gut ist ja so subjektiv an der Stelle, dass es dann einfach keinen Sinn macht. Ja. Wäre es da nicht sinnvoll, gleich nach dem Cold Opener, einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten zu geben, um den Leuten die Möglichkeit zu geben. Und warum hört ihr gleich? Genau. Wäre das ein Ansatz? Ja, eigentlich schon. Weil das ist ja dann praktisch wie so ein eigener Teaser für die Besprechung, könnte man sagen. Also man kann schon mal vorab sagen, also bevor wir jetzt tiefer in den Film einsteigen, weiß ich nicht, Werner, gib mal kurz irgendwie ab via Daumen nach unten oder Daumen nach oben und dann und das lockt ja wiederum den Zuhörer rein, ne? Einfach, erster Eindruck oder genau so in der Art. Oder ich kann schon mal vorweg sagen, ich war ziemlich enttäuscht, ne? Ja. Und dann will man ja wissen, warum war derjenige enttäuscht. Und wenn man halt nichts wissen will, dann schaltet man aus. Ja, aber du kannst, also ich möchte bei Movie Break, wenn der Tenet kommen sollte, möchte ich bei Movie Break gerne einen Themencast zum Thema Spoiler machen. Das brennt mir schon sehr lange auf den Nägeln. Aber gut. Werner? Ja, bezüglich der Trailer, finde ich, da müssen wir dann halt eben auch wieder abwägen, wie fallen die ins Gewicht? Ist es, spielt es eine Rolle, was man in den Trailern sieht? So sehr, dass man es nicht ansprechen sollte. Sagen wir zum Beispiel mal Doomsday, ein BVS-Trailer. Ne? Viele haben gesagt, sowas sollte man nicht spoilern im Trailer. Und was machst du dann jetzt in der Besprechung? Sprichst du es nicht an, weil es nicht gespoilert werden sollte? Oder erwähnst du es, weil es schon im Trailer gezeigt wird? Da muss man dann halt eben selber versuchen zu entscheiden, was ist wie wichtig, was kannst du aus dem Trailer ansprechen und was nicht. Also da liegt es meiner Meinung nach auch wieder in unserer Hand zu entscheiden, wichtig oder nicht. Das ist schwierig. Du kannst eben, das, was ich gerade eben meinte, du kannst theoretisch nicht voraussetzen, dass jeder den Trailer gesehen hat. Genau. Na, das ist so schwierig. Und immer mehr Leute meiden die Trailer, wie gesagt. Aber also Doomsday, das ist schon ein hartes Beispiel jetzt allerdings auch, ne? Also ich meine, ja, der kommt im letzten Drittel des Films. Also das, naja.
Aber du weißt, was ich meine. Die Leute haben sich beschwert, teilweise ja, auch zu Recht. Und es gibt ja auch andere Filme, wo es heißt, sowas sollte man nicht im Trailer zeigen. Aber es ist im Trailer und somit theoretisch eigentlich kein Spoiler mehr. Aber es ist, wie du sagst, nicht jeder sieht die Trailer. Von dem her... Ja, ist schwierig. Man muss da individuell abwägen, denke ich mal. Genau. Na. Oh. Christopher hat Störgeräusche, den habe ich mal aus der Besprechung wieder rausgenommen. Super, also habe ich die Sichtung, der Trailer kann nicht unterstellt werden. Notiert, Spoiler sind erlaubt, wenn sie notwendig sind. Das ist eigentlich Quatsch, oder? Weil ja, da kann man den Punkt des Spoiler-Teil generell mal mit reinnehmen. Ich finde, Spoiler sollte man so weit wie möglich unbedingt rausstreichen. Genau. Selbst wenn es jetzt irgendetwas oder nach gibt. Einem Fazit, weil den Teil, ich finde diesen Punkt mit diesem Spoiler-Part ganz gut, dass man hier die Handlung erwähnt, meinetwegen ein allgemeines Fazit zieht und dann nochmal einen riesen Spoiler-Part einbaut. Das finde ich manchmal gar nicht schlecht. Wenn es wirklich Sinn macht, ja, aber wenn... Aber wann macht es denn Sinn? Eben. Das ist ja dann die Sache, wo wir dann entscheiden müssen, wie wichtig ist es und wie nicht, weil es gibt natürlich Spoiler, die sind, ja, wie soll man sagen, der Grund, wieso man sich den Film quasi anschaut. Und dann gibt es halt eben Spoiler, die passieren, die sind jetzt aber nicht ausschlaggebend. Und es ist halt eben die Frage, lohnt es sich, über die Spoiler zu reden, oder ist es ein irrelevanter Spoiler? Ja. Also auf jeden Fall in einem extra Spoiler-Part. Ja, wenn überhaupt. Würde ich den nach einem Fazit einbauen? Ja. Ja, definitiv. Weil dann können ja die Leute, die jetzt irgendwie einen abschließenden Gesamteindruck haben wollen, können das hören und dann ausmachen. Das haben wir ja schon oft so gemacht, ne? Hier kommt alles rein. Okay. Also ich meine, es gibt einfach Filme, die kannst du nicht besprechen. Oder beziehungsweise die Sachen, die dich persönlich gestört haben, kannst du nicht besprechen, ohne zu spoilern manchmal. Es ist einfach so. Ja. Kannst nicht sagen, ich fand den Rey und Kylo Ren Kuss am Ende richtig scheiße. So. Ja, das sagst du ein bisschen im Intro, ne? Ja, dann hast du die Hörer auf deiner Seite. auf der anderen Seite, obwohl Star Wars ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich hoffe, ich spoilere jetzt hier keinen zu Episode 9, aber ich meine, da steht ja schon im Vorspann, was Sache ist, ne? Also im Rolltext. Ja, aber ne, das ist halt auch, da finde ich halt, auch wenn es halt am Anfang vom Film stattfindet, also die Spoiler halt aufgedeckt werden, finde ich schon, dass man das halt nicht vorwegnehmen sollte, weil ich, ja, schon was ne, also die Empfindung, wie du da halt da stehst und liest zum ersten Mal diese Worte und dann denkst du dir so, oh mein Gott, oder denkst dir, oh, das ist halt, finde ich schon, also sowas sollte man nicht, ich finde dass tatsächlich das Dranhangeln am Trailer gut, beziehungsweise an dem Material, was die Filmverleiher einem geben, finde ich ganz gut, weil die müssen da ja auch überlegen. Die Kollegen lesen häufig die Inhalte aus den Pressetexten vor, was ich tatsächlich für eine gute Idee halte, ja. Ja. Da sind aber auch manchmal ein paar Spoiler drin, wo ich mir denke, so, nee, das lese ich nicht. Oder wie bei Sony, wo jeder Trailer voller Spoiler steckt. Ja. Zwar komplett mit Twist am Ende. Lang lebe Terminator Genesis. Oh Gott, ey. Ja, oder Friedhof der Kuscheltiere. Was ich immer sehr cool finde, das macht der Max Ott zum Beispiel immer ganz gerne. Ja. Der nimmt die offizielle Inhaltsangabe, um dann eben auch darzustellen, ja, was hat die zuständige Agentur oder was will die zuständige Agentur für ein Bild von dem Film vermitteln und was hat man dann selber für eins gehabt? Das kann man durchaus manchmal sogar mit einbringen, finde ich. Ne? Das ist nicht schlecht, weil die haben auch manchmal so, habe ich sehr oft, wenn ich fürs Campus Radio O-Töne raussuche, haben die auch so fürs Radio schon direkt eine fertige Rezension hier, bitteschön. Und das ist halt auch immer sehr spannend zu hören, was die da alles erzählen. Bezüglich Spoiler würde ich halt eben sagen, dass man, um beim Thema Star Wars zu bleiben, man kann es ja auch versuchen, den Spoiler nur in Anführungszeichen anzudeuten und neutral zu halten. Also nicht, dass man sagt, der Kuss zwischen den beiden am Ende war super, sondern man sagte, die letzte Szene fand ich jetzt nicht so ganz gelungen. Wer ihn gesehen hat, weiß, was ich meine. Mhm. Oder die Eröffnungssequenz. Ich werde jetzt nicht erzählen, was passiert ist. Allerdings kann ich euch so viel sagen, es ist der absolute Hammer. Aber das ist dann für viele auch schon ein Spoiler, dass die Eröffnungssequenz der absolute Hammer ist, wäre dann für manche Hardcore-Fans auch schon ein Spoiler. Du kannst nichts richtig machen. Nee, ist einfach so. Und das sollten wir auch nicht versuchen. Ganz ehrlich.
Aber wenn man halt eben gerade solche Szenen bespricht, dann muss man nicht unbedingt ins absolute Detail gehen, sondern halt eben sagen, im Film gibt es da eine bestimmte Szene, so und so. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ja. Ich finde es auch immer schön, wenn so. Ich finde es auch immer schön, wenn so historische Stoffe verfilmt werden und dann Spoiler, Spoiler gerufen wird. Ja, nee, nicht wirklich. Nee, aber ich finde dieses drauf aufmerksam machen auf, da passiert was, also ist mir persönlich auch schon zu viel. Ich gucke auch nur noch Teaser, ich gucke keine Trailer mehr. Aber wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, hey, oh, da, warte mal, pass mal auf, dann hocke ich die ganze Zeit und analysierend darauf, ja, von dem Film und denke, okay. Ist es das? Nein, das ist es nicht. Nein. Zum Ende dann. Das ist es. Ja, und dann hockst du am Schluss dann, denkst, okay, gut. Also entweder war die Szene wirklich Hammer oder du denkst, was war denn das für ein Scheiß? Aber nee, mir geht's bei diesen Mindfuck-Filmen geht mir es als mal so, dass dadurch, dass darauf hingewiesen wird, Achtung, wow, dass ich als Filmfan zumindest vorne dran hocke und mir zu jedem Ding irgendein Szenario auf einmal anfangen auszumalen und mehr Detektivspiel als den Film zu gucken. Bei Inception zum Beispiel haben sie um Gottes Willen, ich habe den angeguckt und habe gesagt, okay, gut, es läuft darauf hinaus, dass er ... Einfach weil du schon angeteasert worden bist, das ist was Besonderes, da musst du aufpassen, du musst dein Gehirn an. Mindfuck! Aber gut, es liegt auch, denke ich, dran, wenn du halt schon genug Filme gesehen hast, irgendwann hast du alles durch. Ja, aber es ist halt schwer mit Spoilern, weil auch manche Filme einfach von ihrem Spoiler leben und du dich ohne diesen Twist überhaupt nicht drüber unterhalten kannst. Genau, weil das ist ja der Spoiler-Part auch genau richtig, ja. Ja, aber das am Ende zu bringen, weiß ich nicht, ob das nicht den Flow unterwirkt, weil... Na gut, du kannst ja die ersten 5 Punkte, die ich hier stehen habe, alle innerhalb von 10% der Besprechung abhandeln und die restlichen 90% nur mit dem Spoiler-Part bepassen. Das geht ja. Ja, aber dann hast du ja am Anfang das... Ja, weißt du, hops, müssen wir uns beeilen, weil über das, was ich mich eigentlich wirklich unterhalten will, kommt nämlich erst am Ende. Du weißt doch, wie das mit vorzeitigem Spaß ist. Man muss sich manchmal echt zurückhalten. Ja, okay, gut. Und das ist dann auch eine gewisse Befreiung. Also ich merke das auch, ich habe auch mal Cast gehört, die eben genauso funktionieren. Da heißt es dann von wegen, macht jetzt aus, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und dann so, okay, ab hier ist Spoiler. So, und dann gehen die sowas von in Medias Res, weil man merkt, sie wollen das die ganze Zeit rauskriegen. Ah, ja. Ne? Aber kann ich verstehen und finde ich auch in Ordnung. Ja, aber ich. Wir sind jetzt hier, was sowieso, eigentlich haben wir jetzt quasi den Handlungspart abgespackt, dann sind abgehandelt. Dann haben wir Spoiler vermieden und dann sind wir jetzt hier beim Bereich Bewertung. Und beim Bereich Bewertung, das ist ja eigentlich der, wo man denken könnte, okay, das wäre der potenziell größte von allen, wo man echt 1000 Sachen einbauen könnte. Und bei Dom ist gerade die Erleuchtung, sehr gut. Bei meinem Schatten sieht jetzt gar nichts mehr von dir, außer dem hellen Hintergrund. Jetzt haben wir also die Bewertung und habe ich geschrieben, Feuer frei, alles, was einem in den Sinn kommt. Und nochmal die Information, dass Spoiler vermieden werden sollten. Was für Punkte... Wir hatten jetzt schon eine Menge angesprochen, vom, keine Ahnung, Schnitt über den Soundtrack bis hin zu individueller schauspielerischer Leistung. Muss ich das hier extra notieren oder haben wir eigentlich alle aus dem Bauch raus so viele Ideen, dass wir das gar nicht brauchen? Ich würde es auf jeden Fall schreiben. Halt, wie gesagt, dieses, um sich dran lang zu hangeln zu können, wenn man das halt nicht in sich drin schon so fest verankert hat, so, ne? Dass man halt für alle so ein bisschen auch Hilfestellungen geben kann. Weil genau, dann, das hattest du irgendwie in deiner vorherigen Version so von wegen auch was lesen, was andere Leute geschrieben haben als Inspiration. Und wenn man halt diese Punkte hat, dann ist es halt schon Inspiration, finde ich. Dann muss man gar nicht so wirklich gucken, was andere Leute geschrieben haben. Weil dann fällt man auch nicht so in die Falle, ich schreibe ein bisschen ab. So, ne? Okay, das habe ich hier stehen. Schnitt, Cast, Soundtrack, Inspiration durch Besprechung von Kollegen. Tagesaktuell. Dass man das nicht immer alles, also wirklich nicht, dass dann in jeder Besprechung jetzt gedacht wird, ja, Schnitt war gut. Also das meinte ich eben. Ne? Ja. Genau. Also nur als so Punkte, als Inspirationspunkte halt tatsächlich. Genau, Inspirationspunkte finde ich gut, ja. Ja. Du siehst das dann in genau, der Liste richtig. Und denkst dir dann, die und die und die Elemente kann ich nehmen, weil die hervorhebenswert sind. Genau, stimmt, das ist aufgefallen, positiv oder negativ und dann darüber eingehen. Richtig. Mögliche Punkte, Schnitt, Cast, Soundtrack, gegebenenfalls Inspiration. Vielleicht auch mögliche Punkte in Klammern. Schauspiel fehlt noch. So von wegen nicht abhaken, sondern
eventuell auch Alternativen aufzeigen. Wenn man jetzt einen Film sieht und sagt, oh, das ist totaler Müll, schaut euch lieber den Klassiker an oder sagen, ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach vielleicht mal Alternativen ansprechen, auch als Referenz, dass der Zuschauer eben weiß, okay, den Film kenne ich und wenn er sagt, dass der besser ist als der, dann hat man eben auch ein bisschen so eine Richtlinie. Aber das würde ich als Fazit packen. Oder? Genau. Was? Das als Fazit oder? Genau, je nachdem, wo es halt eben passt. Einfach, dass man Alternativen mit einbringt als Vergleich, weil wenn du einfach nur daher redest und der Zuhörer nicht weiß, wo stehst du überhaupt allgemein, dann kann er ja auch nicht entscheiden, kann ich Wert auf seine Meinung legen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Fast and Furious scheiße findest, er findet Fast and Furious geil und ihr redet über einen Actionfilm, dann weiß er halt eben ungefähr, wie viel Wert er auf deine Meinung legen kann. Und andersrum halt eben genauso. Wenn du Action liebst und ihr sprecht über einen Actionfilm, dann ja, weiß er eben einigermaßen, wo er steht. Achso, aber das kann halt auch, ja, persönliche Note, aber das würde ich dann auch an Anfang packen. Sagen, hier, ich habe keine Ahnung von Fantasy-Filmen. Mhm. Ich habe noch nie einen Fantasy-Film geguckt. Mein erster Fantasy-Film ist jetzt XY. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht Jahre zurückblicken und sagen, ganz genau, das sind die Referenzen und so, sondern ich habe, das ist mein allererster Film und so bewerte ich den auch. Also muss man halt nicht so erzählen, aber halt so sagen hier, ich bin einfach ein Fan von Actionfilmen, jetzt gucke ich mal zum ersten Mal ein Drama. Richtig, kurz Stellung beziehen, dass der Zuhörer eben weiß, wo du stehst. Weil vielleicht kann er sich sogar mit dir identifizieren, dass er sagt, gut, ich habe noch keinen einzigen Fast and Furious gesehen, Teil 7 ist mein erster, wie habe ich ihn aufgenommen? Mhm. Haben die anderen Teile gefehlt? Habe ich trotz Einsteiger verstanden, worum es geht? Das ist gut. Mhm. Aber das sollte man doch vielleicht eher in die Anmoderation packen. Genau, ja, das muss man dann eben variieren, aber wichtig ist eben, dass wir es beachten, finde ich, halt damit auch wir den die Zuhörer abholen, in dem Sinne. Ich denke, es ergibt sich dann aber auch im Gesprächsverlauf, denke ich mal. Ne? Also sollte, je nachdem, worum es geht und mit wem man da, zusammen castet, ist natürlich dann immer so eine Sache. Also ich meine, gut, das ist jetzt halt schwierig, wenn ich jetzt halt zum Beispiel mit Stu irgendwas mache, da ist dann halt der Flow einfach da, weil wir einfach beide sehr, sehr viel kennen und uns ergänzen in unseren Vergleichsmöglichkeiten, Referenzen etc. Ne? Das können wir natürlich nicht voraussetzen, das ist klar. Dom, da möchte ich gerne mal einhaken. Ja. Und zwar die Frage der Vorgespräche, die ich hier gerade notiere. Mein Hinweis an Kollegen, die gerade zum ersten Mal miteinander reden oder aber die nun ja vielleicht nicht so viele Besprechungen machen, ist immer der, nicht zu lange Vorgespräche zu führen und vor allem auch vorher nicht zu intensiv über diese Filme zu schreiben, weil auch unbewusst dadurch häufig schon viel zu viel Munition verballert ist, die dann nicht in der Besprechung landet. Wie ist da deine Meinung zu, gerade weil du meines Wissens sehr ertragreiche Vorgespräche mit deinen Leuten führst? Es kommt immer darauf an. Also ich finde das Vorgespräch tatsächlich schon wichtig. Es darf jetzt nicht zu ausschweifend sein. Ich würde sagen, es sollte nicht direkt über den Film sein, sondern eher darüber, wie will man jetzt das zusammen aufziehen. Also man sollte nicht die Munition verballern. Das ist wirklich ganz wichtig. Das sollte man sich wirklich hinter die Ohren schreiben, tatsächlich. Aber gerade wenn man mit jemandem noch nie gecastet hat, dann muss man sich, glaube ich, auch erst so ein bisschen abtasten, sage ich mal. Deshalb finde ich das Vorgespräch da schon wichtig. Vor allem, das habe ich auch schon zu vielen gesagt, mit denen ich irgendwie zum ersten Mal was gemacht habe, wenn du eben dieses Vorgespräch hast und dich ein bisschen warm gequatscht hast und dann halt die Aufnahme ist, dann ist da so diese Hemmschwelle nicht mehr so groß. Beispielsweise für Leute, die das wirklich noch nicht so gemacht haben. Ne? Mhm. Also ich habe hier geschrieben, vermeide zu lange Wiedervorgespräche und Details, gegebenenfalls Ablauf der Besprechung vorher klären. Wer macht die Story-Zusammenfassung? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht erschlagen wird, ach du, wie sind die Handlungen? Sondern dass du da schon vorher Gedanken machen kannst. Nina? Da kann ich auch wieder mal von meiner Erfahrung beim Campus Radio erzählen. da gibt es halt auch, also wenn wir zusammen was machen, dann sage ich ja da und, also ich rede jetzt über den Film. Und wenn du mich das mal fragst, das wäre gut. So, ne? Frag mal was zu bla bla bla. So, ne? Ich fand das vor allem wegen der ganzen Dinge Soundtracks total geil, weil der setzt immer
genau richtig ein und dann halt so Stichpunkte geben, worauf man achten soll. Und auch dieses Vorgespräch als Lockerung, dass auch wenn man halt, wenn man da Studiogäste hatte, die halt vielleicht zum ersten Mal da sind, dann erzählt man halt nicht, man sagt nicht, worüber man reden will. Also auch Interviewfragen vorher schicken war immer so tabu. Aber halt so ne, ein paar Punkte geben, was man halt mit denen besprechen will. Und wenn die halt im Studio waren, hat man einfach gequatscht. So, was hast du heute so gemacht? Und so, und dann, dass man halt so ein bisschen miteinander redet, ein bisschen miteinander halt so ein bisschen warm wird, aber nicht über die Sachen, die man halt besprechen will, weil dann ist halt, ja, da sind Sachen so, ach ja, wie ich dir das vorhin schon erzählt habe, ist das und das und das. Und das ist halt ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schade, wenn das passiert. Man sagt, ja, oh ja, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, das ist so dieses Typische, was ich auch schon im Vorgespräch zu dir meinte. Ne? Genau. Das sollte man, glaube ich, vermeiden. Und ich mache das leider sehr häufig. Ja, guter Punkt. Ja, das ist wie mit dem AMS, ne? Man denkt sich, ach, ja, eigentlich wollte ich darauf achten. Hm. Ja, mit den AMS ist nochmal so eine Sache für sich. AMS vermeiden. Ja, das beobachte ich irgendwie immer bei meinem ja, Abteilungsleiter in dem Sinn. Also ich hoffe, er hört uns nicht zu, aber falls doch, ich habe dich lieb, das ist jetzt kein Lästern. Aber der macht es auch schon seit vielen Jahren vor einer riesen Abteilung. Also es sind auch hunderte von Leute, vor denen er spricht. Und der hat mehr Ems in seinen Reden als wir. Das seit ich hier bei uns bin, achte ich da irgendwie extrem drauf, wie mein Chef vorm Publikum redet. Ist bei mir aber auch so, ich habe jetzt zum Beispiel auch in Nachrichtensendungen oder so, wenn Politiker interviewt werden, selbst die sind am Ämen. Und ja, am Anfang, ich sag's ganz ehrlich, am Anfang habe ich wirklich fast alles rausgeschnitten. Aber gewisse Sachen lasse ich auch drin, weil das auch eine gewisse, ja, eine gewisse Färbung ist, eine gewisse Persönlichkeit. Und wenn du das dann gehört zum statisch, Flow dazu. Ja, eben. Und wenn es, also klar, wenn du jetzt irgendwie dreimal das hintereinander hast, dann wird's halt anstrengend. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, du merkst das ja, wenn du mit jemandem castest und dir das nicht so auffällt, dann ist es auch nicht unbedingt vielleicht störend. Also klar, für andere kann es störend sein, aber jetzt nicht in dem Maße. Aber wenn du halt das Gefühl hast, dass jemand irgendwie dreimal in seinem Satz drin hängt und ich will mich da auch gar nicht von ausschließen, ist das eben so eine Sache, ne? Aber ich hab wirklich dann irgendwann aufgehört, das zu machen, weil es klingt sonst auch echt statisch dann irgendwann. Wir sind hier, wir verlesen hier keine Nachrichten, das muss man auch bedenken, ne? Okay, wir haben natürlich auch schon einiges an Zeit jetzt hier zusammen, an Dinge, die wir besprochen haben, und das quasi interne, total geheime, für euch draußen nicht nachvollziehbare Folgeprogramm ist auch schon am Start. Deswegen würde ich gerne hier noch so ein bisschen durch Punkte rushen. Also wir haben jetzt hier diverse mögliche Punkte in der Bewertung genannt. Ich habe die anderen Punkte, die ihr genannt hattet, die alle versucht, in so ersten, nun ja, Sätzen irgendwie zu formulieren, und hatten jetzt hier eben einzelne mögliche Punkte bereits genannt. Da gibt es noch diverse weitere Dinge, diverses, allgemein so, Fazit. Bei einem Fazit ist mir wichtig, dass es möglichst knapp ist. Ein Fazit sollte nicht nochmal ewig sein. Möglichst knappes Kurzfazit und eine Punktevergabe auf einer Skala von 0 bis 5. Da habe ich hier noch ein bisschen notiert, wie das bei uns aussieht. Und dass es nicht unbedingt Punkte sein müssen, sondern auch andere lustige und passende Attribute. Also es müssen die Sterne oder Punkte sein. Es gibt da diverse Sachen. Also es gibt auch Dinge, da ist es einfach unnötig, also großartig davon abzuweichen, keine Ahnung. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Besprechung des Films Germans and Jews, also ein Dokumentarfilm, der sich mit dem Verhältnis von Juden und Deutschen zueinander auseinandersetzt, so rum. Und da haben die Kollegen auch versucht, irgendwas zu machen, aber haben es dann, glaube ich, letztlich sein gelassen, weil sie einfach dem ganzen Thema eine gewisse Schwere, dem du keinen lustigen Attribut irgendwie verleihen kannst. Aber manchmal. Ich dachte gerade, die haben was gemacht, und dann dachte ich so, oh Gott. Nee. Das kann aber alles funktionieren. Es kann auch nicht funktionieren, manchmal ist es lustig, manchmal nicht. Und dabei will ich es einfach auch belassen. Würdet ihr immer auf eine Punktevergabe setzen, oder seid ihr der Meinung, dass Dokumentationen auch fernab einer Bewertung laufen können? Paul, du hast deine Meinung, ne? Mir ist es eigentlich egal. Ich finde, eine
Punkt ist gut, um eine Richtlinie, aber ich finde, es ist kein Muss, sich dann jetzt irgendwie, ich finde es sowieso immer schwierig, sich da auf Punkte so zu beschränken. Entweder für manchmal werden Filme Punkte nicht gerecht oder Punkte werden Filmen nicht gerecht. Mhm. Ich würde sagen, ja, man kann es machen. Ich würde es aber auch gerade bei Dokumentation jetzt nicht als das unbedingte Muss. Ich denke, das subjektive Kurzfazit, das geht da schon in die Richtung. Ja, bei Dokumentation ist das so eine Sache. Ich kann mich erinnern, da hatte ich auch mit dir drüber gesprochen, Andi. Ich hatte einen Cast gemacht mit der Anna Spieß, glaube ich, irgendwie zu so einer Doku über Klempnerfrauen im Nahen Osten. Mhm. Und sie hatte sich dann ganz schwer getan, diese Doku zu bewerten, weil sie meinte ja, die Doku zeigt ja deren Leben. Und ich kann ja nicht sagen, oh ja, dein Leben sind jetzt irgendwie 3 von 5 Punkten, weil ich fand es ganz unterhaltsam, aber so dann doch nicht. Aber man muss natürlich bedenken, also klar, natürlich, also du bewertest ja nicht das, sondern wie es rübergebracht wird. Kurz, deshalb würde ich eigentlich auch generell als Punkt noch oben irgendwie unter, vielleicht über Diverses auf jeden Fall noch verbuchen, grundsätzlich einfach die Inszenierung. Hm. Na? Das ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff, aber das finde ich schon wichtig. Das finde ich generell wichtig, weil ich habe nämlich, also das ist mir zum Beispiel jetzt auch bei unseren Westworld-Casts aufgefallen, dass die bei anderen sich eigentlich nur darum drehen, was passiert und nicht wie es passiert. Und das finde ich unglaublich schade, wenn man dann eben da irgendwie tolle Kamerafahrten und so weiter hatten, die Leute dann einfach nur sagen, oder jetzt bei Game of Thrones zum Beispiel, oh ja, da geht jetzt alles kaputt und sie hat ja total die Plot-Armor. Ja, aber das ist gedreht in einer beeindruckenden Plansequenz und irre aufwendig und wirklich schon kinoreif inszeniert. Das finde ich immer persönlich sehr, sehr schade. Wenn man, ist nicht so, dass man Form über Inhalt stellen soll, aber man sollte irgendwas auch nicht nur auf die inhaltliche Ebene reduzieren, weil ein Film besteht aus mehr als nur der Handlung. Ne? Ist jetzt meine Meinung. Aber das führt jetzt auch, glaube ich, ein bisschen weit, sorry. Sehr viele wichtige, relevante Punkte. Natürlich ist eine subjektive Note da immer auch irgendwie Teil. Aber es ist schon die Frage einfach, ob du die Figuren sympathisch findest oder nicht und ob das nicht deine Bewertung irgendwie auch einfärbt, was sie vielleicht gar nicht sollte, weil sie eben manchmal auch unsympathisch wirken sollen oder eben auch gerade Figuren, wo du nicht viel von erfährst. Das ist vielleicht alles manchmal Absicht. Ich habe jetzt hier versucht zu formulieren, dass eher der handwerkliche Teil des Films beziehungsweise die Inszenierung bewertet werden sollte und nicht der Inhalt des Films. Ist das nachvollziehbar, was er damit sagen will? Ja. Weiß ich nicht. Klingt jetzt so, als wäre der Inhalt egal. Genau. Nee, so das wie nicht. Wir hatten vor uns das perfekte Geheimnis. Hm. Ja, also Inhalt bewerten wir ja nicht, aber als Komödie sieht er eigentlich ganz gut aus. Ich weiß, so ist es nicht gemeint, aber so steht es gerade hier. Wie würdet ihr es formulieren? Es geht sowohl um das Was als auch das Wie. Zusammenspiel. So genau. Vielleicht. Das Zusammenspiel ist ja so gesehen die Inszenierung eigentlich. Also nicht nur den Inhalt. Genau. Genau. Ja. Beziehungsweise es ist ja auch immer die Frage, wie der Inhalt rübergebracht wird. Ne? Also Inszenierung, genau. Also handwerkliche Filminszenierung bewertet so wie der Inhalt des Films. So. Also das Was und das Wie. Genau. Sowohl als auch, beziehungsweise eigentlich im Grunde ein Wechselspiel aus beiden Aspekten, wenn du es so willst. Ne? Und das Wie sowie deren Wechselspiel. Schön. Empfehlung für denkbare Zielgruppe, ist das smart oder ist das Unsinn? Ich finde das gut. Ich auch. Weil das, ich mache das nicht, also ich denke nicht drüber nach und dann sehe ich das, ach ja, stimmt, ich soll die Zielgruppe, vielleicht ist das gar kein Problem, weil ich hatte mal den Film Book Club. Und ich musste echt zwischendurch einfach aufhören zu gucken, weil ich den Film einfach nicht ertragen habe. Aber wo ich mir dachte, so, die Mutter von meinem Freund würde das wahrscheinlich total feiern. Mhm. Weil so, ne, die guckt gerne Rosamunde Pilcher und so, ne. Also, das ist halt so, sind Filme, die ich nicht gerne gucke, aber die eine Zielgruppe haben. Und deswegen. Es gibt für alles einen Abnehmer. Genau. Es ist nur die Frage, wie viele. Ja. Aber man sollte trotzdem irgendwie sagen, ich fand den scheiße. So, meine Meinung ist in dem Sinne wertvoll, weil es meine Meinung ist. Aber es gibt Leute, die das nicht so sehen vielleicht. Ja. Aber das wäre auch vielleicht so eine Sache für so eine, wenn man das lustig irgendwie formulieren kann, auch ein Earcatcher, ne? In jedem Fall. Ja, aber ist die Frage, ob du den am Ende nochmal so brauchst, ne? Ja. Aber ich muss zugeben, ich vergesse das mit der Zielgruppe immer.
Das ist ganz schlimm bei mir. Ja, es ist schwierig. Es ist vielleicht ähnlich so ein bisschen so eine Sache wie mit dem Genre zum Beispiel auch, dass du das manchmal nicht genauso spezifizieren kannst. Und du wirst vielleicht dann auch so ein bisschen so, weißt du, zu dieser Netflix so, oh, Leute, die das gern geguckt haben, könnten auch das mögen. Und weißt du, du kriegst dann durch den Netflix-Algorithmus, kriegst du dann da wirklich, ich hatte mal Crimson Peak geguckt und dann wurde mir tatsächlich Schindlers Liste angeboten. Also wie das zustande kam, verstehe ich bis heute nicht. Ja, das kann ich vergessen, auch bei Amazon Prime. Ja. Okay. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt. Jedenfalls alternative Filme. Das war ein Punkt von Werner. Damit waren wir, glaube ich, alle ganz gut einverstanden. Mhm. Und dann jetzt hier der große Spoiler-Part, wo alles rein kann, was den Film spoilern würde. Das, denke ich, kann man so lassen, oder? Das ist ja letztlich so ein Ding. Das kann auch der große Teil ein sein. Es ist generell keine Vorgabe, nur weil es hier einen Stichpunkt hat, welchen zeitlichen Umfang das einnimmt. Wie steht ihr zum Punkt Eigenwerbung? Finde ich persönlich ganz interessant, gerade weil wir viele Kollegen haben, die eigene Projekte haben. Häufig lernen wir uns ja überhaupt erst kennen, weil ich eure Projekte irgendwo aufgegabelt habe. Das finde ich schon gut und das ist halt, sollte man hier schreiben, auf ein angemessenes Maß oder so? Oder ist das eigentlich einfach nur ein Punkt, den jeder selbst für sich bestimmen kann, wie sympathisch er hier wirken möchte? Was sagt ihr dazu? Ich finde es schon gut. Gut ist es auf jeden Fall. Sorry. Aber die Frage ist dann, die sind halt auch in den Shownotes. Ich gucke mir keine Shownotes an, aber die sind halt in den Shownotes. Ja. Also ich finde das halt, das nimmt auch so ein bisschen, wenn ich mir überlege, ich mache das halt nie, weil ich habe einfach auch nie drüber nachgedacht, aber das zu machen. Also es würde mein Flow ein bisschen bremsen am Ende vor allem. Ich weiß auch so ein bisschen, ich mir sage, es ist nicht immer so ganz einfach, das dann so. Und auch wenn ich so Podcasts höre und dann kommt am Ende, ja, plug your pluggables. Ich würde jetzt schon davon abraten, dass man jetzt hier explizit mein Handle auf Twitter ist und das ist meine Internetseite, weil das steht wirklich in den Shownotes. Das finde ich bescheuert. Ihr findet mich auf Instagram oder sowieso, das finde ich echt bescheuert, weil das steht wirklich in den Shownotes. Aber wenn man sagt, okay, ich habe hier gerade ein aktuelles Interview mit dem und der geführt oder ich habe ja den und den Film besprochen, ich finde das schon eine Information, die kann man mal pluggen. Mhm. Aber wenn die passen, ne? Also wenn es einen Mehrwert gibt. Außer eigene Werbung, also Eigenwerbung. Ja, also wo man herkommt, sagt man ja theoretisch schon bei der Anmoderation, ne? Also wenn wir zum Beispiel auch mal irgendwie Externe dabei haben von irgendwelchen Seiten, weiß ich nicht, Andi, du hattest zum Beispiel mal was mit der Claudia von Movie Jones gemacht. Mhm. Da kann man das dann eben nochmal einbringen und vielleicht kann man damit mit der Eigenwerbung an der Stelle vielleicht dann auch einen schönen Bogen schlagen, ne? Von wegen, ihr hattet ja gerade schon am Anfang gehört, die Claudia kommt von Movie Jones. Was ist denn da gerade zuletzt bei euch so gelaufen? Ne? Machst du ja ganz gerne, Andi. Damit fange ich auf jeden Fall gern an, ja. Und das ist auch wieder halt was Persönliches, ne? Oder wenn man, ich meine, das ist ja, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden wirklich sympathisch findet und dann eben noch mehr über den lesen möchte. Ich finde es so wichtig, dass man das sehr, sehr knapp hält. Ich versuche es auch immer sehr, 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 sehr knapp zu halten. Und du und ich machen ja dann eigentlich mal nur den Witz mit Movie Break geil, ne? Aber sehr gut. So, jetzt haben wir das also soweit schon mal fertig. Eigenwerbung war mein letzter Punkt. Keine Links, die stehen in den Shownotes. Habt ihr noch Anmerkungen zu diesem fantastischen Ablaufplan? Bei der Eigenwerbung, da bin ich ganz bei Dom, dass man die möglichst kurz halten sollte. Also da dürfte man, da soll man keinen Roman zuschreiben, sondern wirklich ganz kurz ansprechen, was Sache ist. Und wenn es dann halt eben ein bisschen ins Detail geht, weil in der letzten Ausgabe was Besonderes war oder weil es irgendeinen besonderen Hintergrund hat, dann sollte man das meiner Meinung nach am Ende des Casts vollends besprechen, sodass die Zuhörer aussteigen können, die es nicht hören wollen, ohne dass sie unser Fazit zum Beispiel verpassen. Also als Einstieg kurze Eigenwerbung, gar kein Ding. Aber wenn es was Längeres ist, über das man bei der Eigenwerbung spricht, höchstens am Ende. Ja. Ich habe mir noch die Information aufgenommen, dass man es gegebenenfalls auch zeitunabhängig macht, weil wir teilweise ja auch 1-2 Monate im Voraus Dinge aufzeichnen. Da macht es keinen Sinn, auf den neuesten Cast hinzuweisen, der zu Zeitpunkt der Veröffentlichung schon 2 Monate alt ist. Wenn man da irgendwie darauf hinweist, dass das vielleicht ein bisschen zeitunabhängig ist. Alles klar. Eine Idee, die ich gerade hatte, wenn man halt wirklich sowas hat wie, wir haben eine Besprechung zu Film XY gemacht und es gibt dann halt auch das Interview. Das könnte man vielleicht in einer allgemeinen Anmoderation machen, wenn man das halt wirklich dann halt so, den Film haben wir vor 3 Monaten geguckt, aber das Interview lief jetzt gerade.
dass man halt sagt, hier, das ist jetzt alles so ein Ding, könnt ihr euch gerne anhören, ja. So als so als Voice im Off, so. Also das, ne, nicht Teil des Casts an sich, sondern einfach so, hier, übrigens, falls ihr Bock habt. Hashtag Schleichwerbung. Super Sache. Yo, Ladies and Gentlemen, hallo, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt hier diese ganzen Punkte notiert und ich glaube, wir haben jetzt hier schon viele Gedanken auch geäußert, ist ja aufgezeichnet. Wer also möchte, kann sich das Ganze im Nachhinein nochmal anhören bzw. anschauen. Gibt es eben auch als Videofassung. Und es ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt, ist nur eine Empfehlung. Daran kann sich eventuell nochmal was ändern. Wer sich hier von den 2 auf 4 Seiten erschlagen lassen möchte, 3, oh mein Gott, sind sogar, kann das tun. Und ja, es ist alles nicht gesagt. Alles, wie gesagt, nicht definitiv. Man wächst auch in diese Aufgabe ein bisschen rein. Man wird immer besser, je häufiger man eben auch Besprechungen macht. Und ja, man wird einfach wirklich immer besser. Die Eloquenz, die Sprachqualität, das Rhetorische einfach wird immer besser. Und man muss ja auch nicht so sklavisch an alles dranhalten. Wir haben jetzt viele Punkte genannt und ich denke, wir haben es gepackt für heute. Jetzt steht das redaktionsinterne Kneipenquiz an. Es wird lustig. Dom, Nina, Paul, Sven und Werner und auch ein bisschen Christopher und auch so ein bisschen Eva und auch so ein bisschen Max. Vielen Dank, dass ihr heute alle dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass das hier einfach weiterhin so fluffig läuft und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal in irgendeiner Form mit euch vor der Kamera, vor dieser zu sprechen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss und tschüss. Ciao. Ciao.